Das literarische Quartett kommt heute zum ersten Mal aus Augsburg. Der Grund, hier in Augsburg werden in diesen Wochen, wird ein großer deutscher Dichter, vielleicht der größte dieses Jahrhunderts, gefeiert, Bertolt Brecht, ein Sohn der Stadt Augsburg. Daher sind wir hierher gekommen, wir gedenken respektvoll und mit Bewunderung Brechts. Es nehmen heute teil, wie üblich, Helmut Karasek, der Spiegel, Hamburg, Sigrid Löffler, Mitarbeiterin der Süddeutschen Zeitung aus Wien. Und Marcel Reich-Ranitzky von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Unser Gast heute ist Jochen Hieber von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Germanist und Kritiker seines Zeichens arbeitet er im Feuilleton- und Literaturteil der Frankfurter Allgemeinen Zeitung schon etwa 11 Jahre. Er hat gerade vor wenigen Monaten ein wichtiges Buch im S. Fischer Verlag publiziert, Wörterhelden und Landvermesser, ein Buch vor allem über zeitgenössische deutsche Literatur. Heute Abend besprechen wir wie üblich 5 Bücher, davon 3 österreichische. Jedoch, im Augenblick, wo wir hier sitzen, wird der Opernball vom österreichischen Fernsehen gesendet. Der Opernball, ein Ereignis, das man in Österreich für wichtig hält. Also, auch wir wollen heute über den Opernball reden. Opernball ist ein Buch von Josef Haslinger. Und eigentlich würde man auf den ersten Blick denken, es gehört nicht ins Quartett, denn es ist ein Thriller. Es gehört in eine Gattung mit solchen Büchern wie Grishams, Akte und so weiter. Dennoch ist es ein gesellschaftskritischer Roman. Er handelt von einem Attentat, einem furchtbaren Attentat auf dem Opernball. Und dieses Attentat wird in Rückblenden, in Verhören, in Tonbandaufnahmen und in Erinnerungen von Überlebenden geschildert. Und es wird dabei deutlich, dass dieses Attentat sowohl aus einer politischen Atmosphäre in Österreich erwachsen ist, auf einer sehr rechten Atmosphäre, und dass es irgendwie mit Billigung der Polizei geschieht, von einer neonazistischen Gruppe. Die Polizeimotive sind unklar. Wahrscheinlich will die Polizei vor allen Dingen mehr Einfluss haben und fühlt sich durch den liberalen Staat stiefmütterlich behandelt. So viel zu diesem Buch. Wie gesagt, es ist ein Thriller. Aber ich war bei der Lektüre erstaunt, wie mit den Möglichkeiten, mit den technischen Möglichkeiten dieser Gattung, wie viel man an Psychologie, an Landeskunde und an Politik episch bewältigen kann. Ja, ich würde sagen, Josef Haslinger hält sich doch sehr an die Rezepte, die Sartre vorgegeben hat. Sartre sagt, die Literatur soll die Welt enthüllen. Und ich denke, dass er das genau mit diesem Roman auch getan hat. Er hat ein gutes Stück der österreichischen Welt auf eine sehr unangenehme und für Österreich auch sehr entlarvende Weise enthüllt. Er geht mit der österreichischen Realität kritisch um. Man muss wissen, der Josef Haslinger ist in erster Linie ein politischer Publizist. Er war einer der Ersten, der Kurt Waldheim in seiner unseligen Haltung analysiert hat, in seinem Essayband Politik der Gefühle. Und ich denke, dass die Entwicklung hin zu diesem Roman ganz konsequent ist. Haslinger ist inzwischen in Amerika gewesen, hat dort augenscheinlich die Scheu vor Grisham-haften Thrillern und vor dieser Art von Kolportage abgelegt, hat aber andererseits auch gelernt, wie man professionell auf diese Art schreibt. Also wenn Sie sagen, Thriller, professionell gemacht, dann ist das sicher richtig. Aber ich habe das wirklich als Gegenwartsroman gelesen, als Roman für sich, ein Roman über Medien, ein Medienroman. Und er hat mir, um das gleich zu sagen, ausgezeichnet gefallen, weil er sehr gekonnt gemacht ist. Er hat eine wunderbare, schnelle Sprache. Er ist wahnsinnig spannend. Und natürlich hat er ganz genuin mit Literatur zu tun. Wenn man mal die Spannweite sich anschaut, in dem dieser Roman sich abspielt, würde ich sagen,
Er hat ein bisschen was von Wolfgang Köppen und er hat auch was von Johannes Mario Simmel. Nein, und ich glaube, ich ablehnen. Und ich Simmel glaube, kann nicht schreiben, Simmel und ich, kann nicht Deutsch. Und ich glaube, vielleicht kann Simmel nicht österreichisch, Deutsch kann er. Na also, und, Österreicher kann, müsste und, er sogar österreichisch können. Und er hat von beidem etwas und von beidem nicht das Schlechte. Er hat von Simmel das Gespür für die Themen. Und wir sind ja nicht nur beim Opernball, bei dieser doch bedrückenden, beklemmenden Fantasie dieses Attentats, sondern wir sind auch im Golfkrieg, wir sind auch in Jugoslawien, im ehemaligen, wir sind mittendrin in Aktualität, das hat er von Simmel. Und literarisches Sprechen hat er bei diesem Thema doch durchaus ein bisschen, nicht so poetisch, aber von Köppen. Ja, ja, die Frage ist in der Tat für mich die wichtigste im Augenblick. Wie ist denn das eigentlich gemacht? Wie ist das geschrieben? Zunächst, liebe Frau Löffler, Simmel kann sehr viel schreiben und sehr gut schreiben. Simmel ist kein Stilist und ihm nachzuweisen, dass ihm Sätze misslingen, ganze Passagen und Partien, kann jeder von uns. Aber Simmel hat wie kaum ein anderer zeitgenössischer Autor einen fabelhaften Blick für Themen, Probleme, Motive. Muss man anerkennen, dass er sprachlich kein Meister ist, leider. Je früher die Simmel-Romane man ansiedelt, also je früher sie, umso besser sind gut, sie. Aber, also wenn man ihn von rückwärts jetzt betrachtet, dann kann man sagen, gut, er hat etwas nachgelassen, aber die frühen Simmel-Romane haben in der Tat Haslingers gesellschaftlichen Biss. Was mich so fesselt, ist in der Tat, dass es ein Medienroman ist. Mhm. Das heißt, die Wirklichkeit wird so vermittelt, wie wir die Wirklichkeit vermitteln. Es gibt eine europäische Fernsehanstalt und für die wird sozusagen der Opernball veranstaltet. Die haben ihn gekauft, den Opernball. Und daraus ergibt sich alles. Und der Hauptberichterstatter dieses Opernballs hat ein sehr gebrochenes Verhältnis zu Österreich. Er ist Sohn von Emigranten und Vater eines Kindes, das ausgeflippt ist. Und was das Tolle an dem Buch ist, es ist kein anklagendes politisches Buch, das so den Zeigefinger hebt und da sagt, da sind die Nazis und da ist die böse Polizei, sondern es erklärt Situationen, aus denen das Ganze entsteht. Zum Beispiel habe ich nie so aufregend erlebt, wie diese Baustellen funktionieren in einer Großstadt, wo also billige Gastarbeiter herangekarrt werden zum Hass der Einheimischen und dort ausgepovert werden, dass die oder ich habe nie erlebt, wie Polizisten zumute ist, wie diesen Streifengängern. Ja, das kann er. Aber zum Medienroman noch eins. Ich glaube, die eigentlich finstere Pointe ist doch die, dass diese Fernsehanstalt diese Übertragung nicht nur gekauft hat, sondern dass sie wohl auch ahnt, ja vielleicht sogar die Chefs wissen, dass möglicherweise der Höhepunkt der Übertragung dieser Massenmord sein also wird. Also dies ist der schwächste Punkt Ach, für mich. Ach, das glaube ich überhaupt nicht. Ich denke, dass das eine Fortschreibung von aktuellen Tendenzen tatsächlich auch in den Medien ist. Ja, dass die Medien die Wirklichkeit nicht nur inszenieren, sondern dass sie eigentlich auch um der Quote willen es billigend in Kauf nehmen, dass so etwas passieren könnte. Also Frau Löffler, selbst beim Quartett hätte ich glaube ich kaum den Verdacht, dass jemand der um der Quote willen 8000 Tote in Kauf nimmt. Also das würde ich denke, dass es die Tendenzen gibt und dass er die fortgeschrieben hat. Ich denke, dass Haslinger das ja viel vorsichtiger gemacht hat, dieser Direktor dieser Fernsehanstalt, der aus Paris herbeieilt. Der ist nicht ganz sicher, ob man politisch das Richtige mit dieser Übertragung macht, mit diesen neuen Ostländern und mit den Gästen. Und da sind ja drei neofaschistische Gruppen vertreten, da ist die Tochter von Mussolini. Übrigens ist sehr interessant, dass er versteht, dokumentarisch richtige Figuren einzubauen. Ich möchte eine Winzigkeit erwähnen, Hochhuth tritt auf in dem Roman. Aber er als Fiktion, als Fiktion. Und Hochhuth ist so gut getroffen, wie ich ihn in der Wirklichkeit nie besser erlebt habe. Naja, also es ist ja eine Geschichte für mich besonders interessant. Es gibt so einen schönen Satz, den lieb ich, der Unmögliches begehrt. Der wird immer Schiller zugeschrieben, aber ist gerade von Goethe aus dem zweiten Faust. Ich habe etwas, oder sagen wir so, es stört mich an der deutschen Literatur gar zu oft, dass Autoren Unmögliches begehren, nicht wissen, was sie können, ihre Mittel nicht einschätzen können und dann geht es daneben und es gibt eine Katastrophe. Dieser Haslinger weiß, was er kann. Dass ein glänzender Handwerker
Er kann mit der Form fabelhaft umgehen. Er hat in dem Roman eine Fülle von Figuren. Und was mich interessiert, ist ein kleiner Aspekt. Die meisten Figuren sind zeitgeschichtliche Figuren, das heißt erfundene, fiktive, aber Leute, die mit der Zeitgeschichte in einem Zusammenhang stehen. Opfer der Geschichte, Emigranten, ehemalige Emigranten, Leute, die aus der Sowjetunion nach dem Ersten Weltkrieg geflohen sind und so weiter. Diese Verbindung des Individuums mit dem zeitgeschichtlichen Hintergrund macht dieser Haslinger unaufdringlich. Er kann das machen. Er macht das immer und die Faschistengruppe ist sehr, sehr gut geschrieben. Zuerst denkt man, es ist eine Hitler-Paraphrase, dieser Geringste in gewisser Weise mit den sieben Getreuen und so weiter und so weiter. Aber dann merkt man, wie der über Hitler hinausgeht, wie der auch eine Verachtung hat für die Neonazis, weil er so einen neuen Ordensgeist da auf dem Land pflegt. Und wie die stolz darauf sind, dass sie sich eigentlich dann doch letztlich mit Bier volllaufen lassen und das als elitär empfinden. Das ist schon sehr genau. Also ich will mal ein bisschen Wasser in den Wein gießen. Wir mögen ja dieses Buch irgendwo alle. Und das ist auch gerechtfertigt. Das Buch hat sehr viele Stärken. Ich finde, es hat eine Schwäche. Und zwar haben wir ganz viele Bereiche der gegenwärtigen Gesellschaft, unserer Gegenwart, vom Drogenproblem mit dem Sohn bis zu dieser faschistisch-theologischen Gruppe, die sich da macht, bis zu einer Tochter eines Mathematikprofessors, die ihre Erlebnisse auf dem Opernball erzählt. Wir haben eine breite Palette. Was mich daran stört, ist, dass die Leute, die da interviewt werden, die da ihre Geschichte erzählen, die reden alle gleich. Ob das Sie reden elaboriert, sie können reden, sie sind differenziert, auch der Polizeiinspektor ist sehr differenziert. Und ob das ein Fabrikant ist, der erzählt, ob das die Hausfrau ist, ob das der Reporter selbst ist, sie sprechen alle gleich. Und ich finde, das ist ein Manko in diesem Fall, besonders bei dem Ingenieur, der Mitglied der Terrorgruppe ist. Der redet genauso vernünftig, abgeklärt, abgewogen. Also das kann ich überhaupt nicht Also ich finden, finde, das ist ein Nachteil dieses Buches. Also man kann Gegenfiguren finden, die schon ein bisschen anders reden. Dennoch, glaube ich, ihr Einwand berechtigt. Nur, dieser Roman ist glücklicherweise so spannend, dass man gar nicht so daran denkt, ob die Figuren eine individualisierte Sprache sprechen. Also die Polizisten, wenn die zitiert werden, das ist schon sehr entlarvend. Ja, und das ist schon die richtige Sprache, wenn du sagst, wenn die dann sagen, ja, man möchte ja Mensch sein, aber man darf doch noch jemanden zusammenschlagen, der sich wehrt und so. Das hat schon was von Qualtinger auch manchmal. Ja, ich denke, die Polizisten sind gut individualisiert und vor allem auch dieser eine Angehörige dieser Terrorgruppe. Ich glaube, es müsste doch bemerkbar sein, wie fanatisiert der spricht. Der spricht ja eigentlich vollkommen unnatürlich, weil er so fixiert ist auf diesen Gruppenführer, diesen Geringsten. Ja. Das ist aber jemand, der so besessen ist von seinem Führer, der redet auch inspiriert. Er erzählt ja von der Baustelle, die Informationen über ihre Wiener Baustellen, die bekommen sie alle von dem Ingenieur. Enthusiasmierten Tönen über ihn. Ja. Er spricht ja vollkommen fanatisiert, vollkommen euphorisiert. Er spricht eigentlich über den Geringsten wie bei einem Messias. Also ich denke, bei dem Ingenieur ist sogar eine Entwicklung abzulesen. Natürlich vom Protokoll her falsch ist. Denn am Anfang ist er noch zögernd, steht dieser Bewegung zögernd gegenüber. Aber ich denke, dass man, also um Hitchcock zu zitieren, dass da die Wahrscheinlichkeit nicht ihr grässliches Haupt erheben sollte, dass man einem Autor zubilligen soll, dass er fliegt. Mich hatte etwas anderes gestört. Ich habe auch einen Schluck Wasser in den Wein. Mich hat der Schluss gestört. Einmal schon das, was ich angedeutet habe, und dann diese Grisham-Auflösung da mit der Zuflucht in Mallorca. Das hat mich dann, weil er zeigt vorher so wenig Interesse an den technischen Seiten des Thrillers. Das heißt, wir wissen nicht, wie das Gas in die Oper kommt. Das interessiert ihn Gott sei Dank überhaupt nicht, weil ihn der geistige Hintergrund interessiert. Und am Schluss muss er doch einen verschwörenden Thriller zu Ende mit Selbstmord des einen Opfers und Fesselung und Wasserentzug und allem. Aber es ist nicht so schlimm. Es ist nicht schlimm. Ich wollte auch nur einen Schluck Wasser nehmen. Ihn interessiert der historische, der politische, der zeitgeschichtliche Hintergrund. Ihn interessiert, dass das Ganze spannend ist. Das ist schon alles sehr wichtig. Ihn interessiert noch eine Sache. Ganz unter uns.
ich bin ja nicht der Anhänger der deutschen These, dass eigentlich die Intelligenz in der Literatur störend wird. Die holde Dichtung, nur bitte nicht zu viel Intelligenz, das heißt dann zersetzend und so. Das ist ein intelligenter Autor, der Haslinger. Ja. Die Leute reden intelligent, auch die Polizisten sind keine Idioten. Was die sagen, mag uns nicht gefallen, aber sind intelligente Leute. Ich habe eigentlich unter uns nichts dagegen, dass Romane auch intelligent sind. Eine zusätzliche Sache, mit anderen Worten, mal ein Buch, das wir alle vier empfehlen können, glaube ich. Alle vier sind wir der Ansicht, ein gutes Buch. Was ist mit alle uns los? Ja, halt, wenn einer wirklich begabt und intelligent ist wie dieser und sich Mühe gegeben hat, die Sache gut zu machen, wie dieser Haslinger, dann müssen wir alle kapitulieren und sagen, jawohl, das ist ein gutes Buch. Jetzt zum nächsten. Wir haben das Buch von Radek Knap. Radek Knap ist ein Pole, aber ein deutscher Dichter oder Schriftsteller oder ein österreichischer Schriftsteller. Im Alter von 12 Jahren ist der junge Mann, ein Knabe, noch aus Warschau nach Wien gekommen. Er lebt in Wien, ist jetzt 30 Jahre alt, hat sein erstes Buch veröffentlicht in deutscher Sprache. Ja, ja, das Wichtige ist natürlich, dass der Radek Knap ein Kulturpendler ist. Zwischen Polen und Österreich. Er hat die Sprache gewechselt, er schreibt also auf Deutsch diesen ersten Erzählungsband. Aber er schreibt über Polen, das Buch handelt von Polen und in Polen. Franjo. Es sind 5 Dorfgeschichten, die scheinbar ganz naiv, scheinbar ganz einfach daherkommen, von einfachen Leuten handeln. In einem Dorf, das merkwürdig zeitentrückt wirkt. Ein ziemlich rückständiges Dorf in der Nähe von Warschau, wo tatsächlich noch mit Pferdekarren gefahren wird, wo ein Schuster noch mit der Hand die Schuhe macht, wo aber gleichzeitig auch schon brasilianische Fernsehserien sehr gerne gesehen werden. Es ist merkwürdig festzustellen, wann spielt das eigentlich? Das ist nicht so ganz klar. Es ist fast wie eine Fliege in einem Bernsteintropfen festgehalten. Und gleichzeitig muss man auch sagen, so naiv diese Geschichten sich geben, sie sind es nicht. 4 von diesen 5 Geschichten sind Selbstmördergeschichten. Sie handeln von Selbstmord, von Leuten, die versuchen, Selbstmord zu begehen. Und da ergeben sich dann doch gewisse Reibungen und gewisse Widerhaken, die die Geschichten dann doch interessant machen und nicht so naiv, wie sie zunächst mal aussehen. Habe ich Sie richtig verstanden? Ihnen gefällt das Buch, aber ganz glücklich sind Sie mit dem Buch nicht. Ich habe zuerst meine Bedenken gehabt, habe es dann ein zweites und ein drittes Mal gelesen und dann ist mir doch aufgefallen, dass der Junge schon etwas kann und auch etwas hat. Es ist auch schwer, Frau Löffler, mit Selbstmördern glücklich zu sein, oder? Ganz glücklich zu sein. Ja, eine Selbstmordgeschichte, Franjo, ist ja nur ein scheinbarer Selbstmord, der misslingt oder der nur inszeniert wird und nicht wahrgemacht wird. Ich habe ein bisschen Schwierigkeiten dann doch mit den Aberglaubengeschichten, mit den Teufelsgeschichten. Ja. Da frage ich mich, wo hat der Junge das eigentlich her? Also jeder hat ja seine Klischeevorstellung. Und mir ist ein bisschen Chagall in den Sinn gekommen. Das hat so aus so ganz alltäglichen Dorfgeschichten wachsen, so seltsame Fantasien von Hexen und Teufelsbesessenheiten. Ja, das habe ich heraus mit der Wochenverschleppung gemeint. Unter uns Chagall ein bisschen weit hergeholt. Naja, also ein paar Kilometer, mit der Eisenbahn ein paar Kilometer. Ich habe da einen anderen Vorschlag, aber ich weiß nicht, ob das Werk der Literatur, das ich euch vorschlagen werde, euch noch bekannt ist. Ich zweifle sogar ein wenig. Vielleicht war es uns nie bekannt. Doch, eventuell. 5 Dorfgeschichten, alle einheitlich, haben ja einen selben Ton, ungefähr denselben Stil. Das dieselbe Atmosphäre. Auch das gleiche Personal, das ja, auch das Personal wiederholt sich. Geschrieben mit Witz. Der Mann hat Humor, hat Witz, hat Pfiff. Sind sehr amüsante Stellen. Der Mann kann was, ist begabt. Mich erinnert das Buch, vielleicht erinnert ihr euch, an ein anderes Dorf. Jetzt bin ich aber gespannt. Ja, von Siegfried Lenz, so zärtlich war Suleiken. No, das ist das ein Dorf. Das mir aber weiter hergeholt als nicht. Chagall. Also vom Niveau her, Lenz und gerade Knapp schon näher vom als Niveau, Chagall. Ja, aber Knapp. Der eine und ist ein deutscher also, Masure, der andere ist glücklicherweise. Wenn Sie als Tertium Comparationis das angenehm Skurrile dieser Geschichten gelten lassen, dann lasse ich auch Ihren Vergleich gelten. Ich will aber nur vorher
etwas sagen, was mich an diesem Buch zunächst, und da kann der Autor und da können die Geschichten gar nichts dafür, besonders geärgert hat am Anfang. Und das ist immer schon schlecht, wenn einem Buch gleich am Schutzumschlag ärgert. Da steht nämlich drauf, mit einem Vorwort von Stanislaw Lem. Das soll ja naturgemäß verkaufsfördernd sein. Und dann schlägt man das auf und möchte gerne vier Sätze. Aber zehn Zeilen. Nee, nicht mal. Fünf oder sechs Zeilen. Die aber auf jedes Buch passen würden. Ja. Ich könnte es vorlesen, und, ohne ihren Unwillen zu erregen. Diese Art von Rosttäuschertricks, mit denen Verlage, die ja ihre Bücher verkaufen wollen, uns in den Buchhandlungen kommen, mag ich eigentlich nicht so recht. Wie ist das mit dem mögen Sie das umgekehrte E? Verleger sind doch immer Betrüger. Das wissen wir doch. Siegfried Unselt wird gleich morgen protestieren gegen meine Äußerung. Der war aber nicht gemeint als Einziger. Goethe hat doch gesagt, Sie sind alle des Teufels, hat er gesagt. Zurück zum Text. Ja. Was den Text sehr angenehm macht und diese Skurrilitäten, das ist so eine unheimliche Gemütlichkeit, die dieses Buch hat. Es ist ja doch durchaus gemütlich in diesem kleinen Dörfchen. Da gibt es eine Kneipe und da gibt's noch, werden die Frauen noch Fräuleins genannt. Und da wird noch gesagt, also doch, eine Frau sollte doch immer 10 Jahre jünger sein als der Mann. Das gehört sich so. Andererseits sind schon Satellitenschüsseln. Und Sie finden das besonders gemütlich, wenn die Frauen Fräuleins genannt werden? Es hat irgendwie sowas wie, obwohl es in Polen spielt, hat es mit Verlaub so eine K&K-Gemütlichkeit teilweise. Ja, die Helden und sind Schürzenjäger, immer heißen sogar so. Kann dir jemand eine Frage beantworten? Eine, ja. Wann spielt die Handlung dieser Geschichte? Im kommunistischen Polen, in der Zeitlosigkeit des kommunistischen Polen. Denn das ist keine Unter uns vom kommunistischen Polen doch ist zweimal die Rede. Ja, die Schlangen vor den Läden. Es spielt in der Solidarność-Zeit, weil einmal wird gesagt, in Warschau, da spielen sich schon neue Dinge. Es gibt schon brasilianische Fernsehserien und so weiter. Aber Frau Löffler, das ist keine wichtige Frage, weil doch das Buch spielt. Eine sehr wichtige Frage, denn es zeigt, dass dort sozusagen, obwohl angeblich der Fortschritt schlechthin gewütet hat, die Zeit dort stehen geblieben ist. So ist das ja. ist die komische Spannung dieser Geschichten. Mhm. Das spielt in einem Eisenbahnzeitalter, wo Bahnhöfe noch diese großen verschlafen, die Züge fahren immer durch. Lokomotiven fahren noch immer mit Kohle, beheizt von Kohle. Und so. Es hat diese Spannung einer archaischen Gesellschaft mit einer kommunistischen Verwaltung, die ähnlich wie die im Schloss in Warschau ist, wahnsinnig weit und für die Leute überhaupt nicht real. Und das zeichnet die Geschichten genau aus, dass sie in dieser Zeit spielen und zeigen, die Bauarbeiter, die mit den Bierflaschen da sitzen und den Tag stehlen. Also ist Ihnen nicht ganz wohl dabei bei diesen Geschichten oder akzeptieren Sie das alles? Das akzeptiere ich weitgehend, also, weil das Skurrile und sehr anarchische und auch archaische Momentaufnahmen. Ich sehe das etwas anders, aber Herr Hieber, bitte, Sie wollten etwas. Ja. Es ist, glaube ich, dieses Buch, wir müssen ja immer die Relationen, glaube ich, kriegen zwischen den einzelnen Büchern. Es ist eine sehr hübsche, sehr gute Talentprobe. Ich würde zunächst mal nicht mehr sagen. Es ist eine Talentprobe. Radek Knapp kann schreiben, hat szenischen Witz beim Erzählen. Es hat wunderhübsche Szenen, etwa mit dem Pfarrer und seinen Ministrantinnen, den kleinen Mädchen. Es hat eine gewisse altväterische Nüchternheit, die eigentlich bei einem 30-Jährigen etwas befremdet. Aber sehr das angenehm. Gibt's im Leben, Frau Löffler. Sehr angenehm. Das ist so ein bisschen anachronistisch, archaisch, ist ganz schön. Ja. Es ist eine Talentprobe und zunächst mal nicht mehr. Warum nicht mehr? Weil diese Geschichten, so hübsch sie im Einzelnen sind, so recht viel mit uns, mit meinem Interesse an Literatur, was ich davon haben will, ein bisschen was vom Leben lernen, ein bisschen was mitkriegen, was man noch nicht so kennt. Dieses Leseinteresse, das wird eigentlich von den Geschichten... Aber dass es Winkel in der Welt gibt, Herr Reich-Ranitzky wehrt sich ja immer gegen Eskimos oder so, aber dass es Winkel in der Welt gibt, wo Coca-Cola noch nicht angekommen ist. Und die zu schildern, sie können schon was lernen, wenn sie wollen. Mir gefällt es sehr gut, dass wir mit der Zeit noch nicht so klarkommen in dem Buch. Dass wir sagen, das ist irgendwann zwischen der Erfindung der Eisenbahn und der Jetztzeit. Das macht eine Qualität dieses Buch aus,
dieses Buches aus, dass man nie so genau weiß, wo man eigentlich ist. Das sind die Satellitenschüssel, da wird über Gentechnik geredet. Mhm. Und gleichzeitig ist da so ein kleiner heiliger Franziskus, dem die Vögel nachfliegen. Die Zeit bleibt stehen. Und ich glaube, das Schöne daran ist, dass man wirklich mit Recht, ich glaube, es war Gottfried Benn, der gesagt hat, bis zu Goethezeit, vor der Erfindung der Eisenbahn war alles wirklich gleich erzählbar. Und in diesem kommunistischen Polen, nur wenige Kilometer von Warschau entfernt, die Leute sind ja, ist das noch so? Es gibt die Titelfigur ist ja ein Vagabund, sozusagen aus dem letzten Jahrhundert, der herumzieht, noch so lebt, wie die Vagabunden und leben. Und ein Heiliger, dem die Vögel nachfliegen. Wenn ich hier ein Einwand äußern darf. Gar kein Zweifel, Sie haben recht, Herr Hieber, man muss betonen, dass ein Anfänger, ein junger Mann, sein erstes Buch, geschrieben mit Humor, mit Witz, mit Pfiff, mit Fantasie. Es ist also, der Mann ist zu loben, gar keine Frage. Was mich an dem Buch stört, ist etwas anderes. Es wird diese dörfliche Welt in Polen, die nicht zeitlich so fixierbar ist, das wollte wohl der Autor so, na schön, es wird mit dieser Welt etwas getan, was mir arg missfällt. Sie wird verklärt, sie wird gelobt, es wird gezeigt, wie gemütlich, wie schön, wie sehr. Und diese Welt ist abscheulich, eine widerliche, stinkende, rückständige Welt. Und Herr Radde Knapp will mit dieser Welt nichts zu tun haben. Er wohnt in Wien. In Wien lebt es sich angenehmer als dort. Und er zeigt uns diese Welt, als hätte er gelesen, ihr seid gegen Siegfried Lenz und die Leute so zärtlich war zu leiten. So ein bisschen, als hätte er mal gelesen, hat er wohl gelesen, Gottfried Keller, Leute von Seldwyla. Oder Auerbach. Doch. Ja, oder gar Berthold Auerbach, den wird er wohl nicht kennen. Was man ihm nicht verübeln kann, ist ja egal. Es wird etwas verklärt, was nicht zu verklären ist. Diese Welt ist rückständig, diese Welt ist abscheulich, im Grunde genommen. Und die Menschen sind mehr oder weniger unglücklich. Und nun kommt etwas, worauf sehr richtig Frau Löffler hingewiesen hat, ist so verloren gegangen. Was macht eigentlich in den Geschichten der Teufel? Bisschen viel Teufel. Ich habe ja nichts, wenn einer einen so intelligenten Teufel macht, dass er gleich die beste Figur des ganzen deutschen Theaters ist. Da, einen solchen Teufel lasse ich mir gefallen. Dieser Teufel dort und dieses Mädchen, das mit dem Teufel da was hat und die in den See springt, was soll das alles? Ich habe da doch ernste Bedenken. Mit anderen Worten, dieser Autor hat ein solches Buch geschrieben. Wir loben es, ich lobe es und sage eins, aber nie wieder. Dass er nicht noch einmal so ein Buch schreibt, das ist ein Erfolg. Und dass er uns nicht den Erfolg noch mal, denn das nächste Mal werden wir das nicht mehr gelten lassen. Ja, fünf Dorfgeschichten genügen, würde ich auch sagen. Ja, also Radde Knapp, wir können weitergehen. Gratulieren Radde Knapp zu diesem schönen Erfolgsbuch. Da haben auch die Polen was zur deutschen Literatur direkt beigetragen. Passiert ja nicht so oft, aber immerhin. Jetzt haben wir das dritte österreichische Buch. Robert Menasse, ein ganz besonderer Autor aus Österreich. In der Tat, ein ganz besonderer Autor, dieser Robert Menasse. Er hat nämlich 1992 einen Roman veröffentlicht mit dem Titel Selige Zeiten, brüchige Welt. Diesen Roman halte ich mit Verlaub gesagt für die beste deutsche Prosa in den letzten 15, 20 Jahren und für den interessantesten Roman unserer deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. Nun das neue Buch. Das neue Buch heißt Schubumkehr. Schubumkehr bedeutet, Ausdruck aus der Fliegerei, wenn ein Flugzeug landet, wird die Schubumkehr benutzt, um das Flugzeug abzubremsen. In diesem Buch wird auch einer abgebremst. Den Schubumkehr wird natürlich bildlich gebraucht. Es wird abgebremst, dieser Held mit Namen Roman auf seinem Lebensweg. Am Anfang ist er noch in Brasilien. Dort hat er irgendwie unterrichtet, Dozent oder irgend sowas. Und nun ist er da, wie das bei Intellektuellen und bei deutschsprachigen Intellektuellen ohne dies passieren soll, in einer Sinnkrise. Und in dieser Sinnkrise hält er mal inne und fährt nach Hause. Er fährt nach Hause nach Österreich, aber nicht nach Wien, wo er eigentlich herkommt und geboren wurde, sondern in ein Dorf an der österreichisch-tschechischen Grenze im Jahre 89, also vor Öffnung der Grenze. Dort in diesem Dorf mit Namen Komprechts lebt jetzt seine Mutter mit einem sehr viel jüngeren Liebhaber.
und die Mutter hat sich entschlossen, alternativ zu leben. Es wird alternative Landwirtschaft betrieben mit dem jungen Liebhaber, es wird Müsli gegessen, Körner stehen auf dem Tisch, so dieses ganze Spektrum, was man so kennt. Da kommt jetzt der intellektuelle Sohn hin und was tut er? Er regrediert. Er wird wieder zum Kind und eine Schlüsselszene dieses Buches findet im sogenannten Elternschlafzimmer im Ehebett statt. Aber da liegt nicht die Mutter mit dem Liebhaber, sondern die Mutter mit dem Sohn. Das ist die eine Ebene des Buchs. Die andere Ebene ist ein Dorfroman. Wir haben es mit den Dörfern heute. Ist ein Kleinstadt- oder Dorfroman, nämlich ein Roman dieses Dorfes Komprechts. Dieser Roman, dieser Teil, diese Ebene des Buchs hat mit der Geschichte von Roman, dem Helden, wenig zu tun. Wir erleben ein Dorf, das in der Krise ist. Die Glasindustrie liegt da nieder, der Steinbruch, das Geschäft geht nicht mehr. Man sucht neue Perspektiven und man will sowas wie sanften Tourismus machen. Und das wird erzählt in vielen einzelnen Szenen. Die Geschichte des Dorfes, seines Bürgermeisters, der König heißt, Namen, lass die Namen sprechen, er heißt König und ist der King in diesem Dorf. Und die Geschichte dieses Dorfes ist die zweite Ebene. Das Einzige, was die beiden Ebenen verbindet, ist dieser filmende Videokamerafilm, mit der Videokamera filmende Roman, der auch Partikel aus dem Dorfleben aufnimmt. Das Ganze endet 1989 mit der Öffnung der Grenze. Dorfroman und Ich-Roman, das ist dieses neue Buch. Seltsamerweise hat aber dieses Jahr 1989 sonst kaum eine Bedeutung für den Roman. Denn die Öffnung der Grenze spielt eigentlich für das Leben dieser Waldviertler Bauern und dieses Waldviertler Ortes gar keine Rolle. Die leben eigentlich genauso weiter wie vorher, genauso schlecht oder genauso recht. Mit Ausnahme dessen, dass ein paar Tschechen herüberkommen und ihnen die Arbeitsplätze wegnehmen. Oder so deuten sie das. Also ich denke, 89 oder die Schubumkehr, die ja auch da politisch gemeint ist, die Wendezeit, ist jedenfalls nicht das Thema des Buches. Das wollte ich damit doch gesagt haben. Die Schubumkehr ist das Thema des Buchs insofern, als der Autor sehr gescheit zeigt, wie wenig diese emotionale Scheinbewegung für die Leute wirklich bedeutet hat. Und zwar nicht nur in Österreich und zwischen Tschechien, muss man sagen, damals noch Tschechoslowakei. Und ich finde das einen sehr guten, ja, man ist versucht zu sagen, Trick des Autors, dass er mit seiner Videokamera davon auch nicht sehr viel mitbekommt und immer rückspult und sagt, was habe ich denn da drauf? Und eigentlich zeigt, ja, wir leben in großen historischen Zeiten, aber wir haben ganz andere Sorgen. Ich habe die Sorge mit meiner Mutter und ich habe, und das Dorf wird eigentlich sehr schön geschildert von diesen Fremdkörpern her, die diesen alternativen Einfall aus Wien bedeutet. Ja. Also für mich ist das, diese Scheitern der Verbindung, genau der Sieg des Buchs. Merkwürdig, sehr merkwürdig. Was hier Frau Löffler gesagt hat, mich sehr überzeugt, was Sie gesagt haben, etwas weniger. Wir haben den Haslinger gelobt und haben gesagt, ist ja so gut, die einzelnen Figuren, die Individuen haben alle mit der Epoche was zu tun, mit dem politischen, dem historischen Hintergrund, ob sie Polizisten, Fernsehreporter oder Kameraleute sind, immer ist ein Zusammenhang. Und jetzt loben wir Menasse, die haben keinen Zusammenhang. Nein, so dahin, ohne dem, was ich im Sie haben einen Zusammenhang mit der Zeit, aber die Zeit ist nicht das, was uns in den Parolen des Fernsehens und in den Begeisterungsstürmen der Medien mitgeteilt wird. Die Zeit hat einen ganz anderen Charakter. Die haben schon, das ist genau die Stimmung, die Sie beschrieben haben, aufs Land und da scheitern, weil das nicht mehr... Naja, jetzt muss man doch vielleicht sagen, dass der Roman natürlich einen ganz anderen Ton hat als Haslinger. Ja, es ist ein satirischer Roman. Er versucht jedenfalls eine Gesellschaftssatire zu zeigen. Und da, glaube ich, liegt eigentlich das Grundproblem des Robert Menasse, der natürlich ein wahnsinnig gescheiter Mensch ist und diesen ironischen Erzählton, der auch ein sehr arroganter, ein sehr hochmütiger Erzählton ist, in diesen Roman einbringt und ich glaube, dieser Geschichte damit keinen guten Dienst erweist. Es ist ein zugleich sehr hochmütiger Ton, der aber auch nicht sich wirklich auf die Leute einlässt. Beispielsweise diese Hauptfigur, dieser Bürgermeister, spricht ja nur in gestanzten Sätzen, das wird man als Österreicher vielleicht etwas genauer merken als hier in Deutschland. Er spricht zum Beispiel immer O-Tonsätze des
österreichischen Bundeskanzlers. Die fürchterlichsten, missglücktesten Metaphern sind O-Ton Franitzky. Also das sind lauter Montagen, also ziemlich hochmütige Montagen. Dem Haslinger nützt seine Gescheitheit, dem Manesse schadet seine Gescheitheit. Nein, also Gescheitheit schadet auch Menasse nicht. Nur, und es schadet ihm auch nicht sein satirisches Talent. Was ich finde, weil Sie sagten, jetzt werden wir den auch loben, das wird sich ja erst rausstellen. Ja. Was ich finde, was an diesem Buch bei allen guten Seiten, die es hat, was an diesem Buch problematisch ist, es ist für die Fülle an Themen, die es sich aufbürdet, ist dieses Buch schlicht zu kurz und damit zu plakativ. Was er in Selige Zeitenbrüchige Welt gemacht hat, ein Entwicklungsroman, eine Satire auch auf den Größenwahn der Intellektuellen, wunderbar zu lesen. Hier sind so viele Themen drin, dass sie nur angerissen werden. Da ist diese Geschichte mit dieser Frau Nemetsch und ihren drei Engeln. Und da ist die Geschichte, dass dieser König das Haus von der Dame erwerben will, um da sein Steinbruchmuseum zu machen. Das passt nämlich in den sanften Tourismus. Und die Frau kommt irgendwie vor und will sich dann auch rächen, will diesen Bürgermeister scheinbar vergiften. Ob er tatsächlich stirbt, wissen wir nicht. Dieses wird angerissen, aber es wird wenig draus gemacht. Dann gibt es die Geschichte mit dem Sohn, dem kleinen Sohn vom Bürgermeister und dem Mädchen aus der damaligen Tschechoslowakei. Da wird was angerissen, so ein Märchenmotiv. Zwei Kinder in der Landschaft, so im Wald und so, das versagt. Ich finde, das Buch ist für den Umfang, hat es zu viele Themen und kommt nicht ganz mit all den Themen überein, die es sich vornimmt. Herr Heber, Sie bringen mich auf einen Einwand, den ich auch noch hatte. Genau das ist der Punkt. Ich denke, der Menasse schreibt nicht über die Realität. Sein Blick ist dauernd ein gebrochener, nämlich ein literarisch gebrochener. Er bringt ja eigentlich ununterbrochen literarische Versatzstücke. Mhm. Das beginnt in der ersten Szene. Das ist eine Szene der Theatermacher von Thomas Bernhard. In einem Dorf wird ein Stück aufgeführt. Das Stück kann nicht zu Ende gespielt werden, weil plötzlich ein Feuer ausbricht und die Leute alle davonlaufen und das wirkliche Feuer, das wirkliche Spektakel zu sehen. Das ist der Theatermacher. Und es hört auf mit der Familie Schroffenstein. Ja. Die Schlussszene, der Kleidertausch der Kinder und der falsche Tod ist Schroffenstein. Und auch dazwischen sind ununterbrochen literarische Anspielungen. Einmal Proust und die Madeleine. Ja. Alles ziemlich aufdringlich. Also eigentlich finde ich, dass es letztlich das, ja, was ich denke, Hieber dass es eine starke intellektuelle literarische Koketterie hat, die natürlich, weil der Robert Menasse ein sehr belesener Mensch ist, er will damit natürlich auch ein bisschen prunken. Aber ich denke, dass das der Geschichte eher schadet. Das ist aufgesetzt. Ich denke das überhaupt nicht. Das ist natürlich wie der vorhergehende Roman ein Roman über einen Literaten. Und dieser Literat ist eindeutig die Hauptfigur und diese Hauptfigur ist auch ausführlich genug gezeichnet. Und ich möchte den Roman sehen, der mir in den letzten Jahren so viel über eine Figur erzählt hat, wie in dieser Mutterbeziehung, nur in diesem Schlankwerden, Rauchen abgewöhnen, wie er sich auf einmal den 40-Jährigen zugehörig fühlt. Das sind Passagen, die sehr... So, und dieser Intellektuelle lebt heute an der tschechischen Grenze, also nicht heute, 89, an der tschechischen Grenze und nimmt davon genauso viel wahr, und das ist das Redliche an dem Roman, wie er sich literarisch vermitteln kann, wie seine Kamera aufnimmt und wie er bereit ist, mit seinem Hochmut aufzunehmen. Er ist mit sich übrigens gar nicht hochmütig, er ist hochmütig gegenüber der Mutter und korrigiert das gleich durch das Urteil der anderen Leute. Er sagt immer, was ich an der Mutter so besonders eklig finde, dafür bewundern sie alle. Also es ist, wenn man sagt, ein Roman über eine Figur namens Roman, ist es ein sehr gelungener Roman, nur dieser Roman nimmt Welt nicht so wahr, wie wir sie waren. Interessiert Sie dieser Roman, dieser regierende 35-Jährige? Mich interessiert sie. Diese Art von Intellektuellen wirklich sehr oft in Romanen gehabt, würde ich doch meinen. Wir haben alle schon sehr oft in Romanen gehabt. Vor allem würde ich eigentlich sagen, ist es dieses Problem der Biobäuerin, also der Großstädterin, die alternativen Landbau betreibt. Ist das nicht eigentlich ein unglaublich ausgelutschtes, klischeehaftes Thema? Also diese Art von Satire
Gesellschaftssatire. Nennen Sie mir bitte einen Roman aus den letzten 10 Jahren mit so einer Biobäuerin. Ja. Entschuldigung, ich würde nur will Sie nein, bitten, einen. Herr Karasek, ich kann Ihnen sagen, warum. Ja. Weil das das typische Thema, das satirische Thema der 70er Jahre ist. Ja, und der frühen 80er Jahre. Der letzten 20 Jahre. Das ist einfach heute nicht mehr das Thema. Ich bin hier mehr. Ich kann Ihnen sagen, es gibt so viele Fernsehserien, von Felix Mitterer angefangen, die diese Art von Dorfsatire über diese Art von Leuten geschrieben haben. Also das Thema ist erledigt. Ich bin hier ganz auf Seiten von Frau Löffler. Mich interessiert die Biobäuerin überhaupt nicht. Ich will gar nichts über die Biobäuerin wissen, aber ich finde zwei Dinge hier wichtig. Erstens, ich finde es rührend, wie Herr Karasek das Buch verteidigt hat. Guter Rechtsanwalt, der den Angeklagten rauszupauken, so gut verteidigt. Nein, ich mag das Beste, Buch einfach. Ich habe das Buch sehr gern gelesen, ich habe es mit großem Gewinn gelesen. Aber hier, kann Herr Hieber, ich bitte Sie, helfen Sie. Das vorangegangene Buch von diesem Menasse, Selige Zeiten, Brüchige Welt, haben Sie sehr gerührt. Ach, fabelhaft. Ja, ich glaube Ihnen alles, ich will es gar nicht anzweifeln. Finde ich auch fabelhaft. Nur eine Frage. Ja. Ich habe Bildungslücken. Ich habe diesen Roman nicht gelesen. Das ist ein Fehler, Ist ein Fehler, ich weiß. Aber allein das Leben geht noch nicht heute zu Ende. Vielleicht werde ich ihn lesen. Können Sie mir bitte eins erklären? Was ist literarisch an diesem vorangegangenen guten Roman von Menasse? Was ist daran so gut? Also es ist, das ist gut, dass wir darauf kommen. Ich habe mich nämlich auch immer gefragt, warum mochte ich diesen Roman Selige Zeiten, brüchige Welt so ungeheuer gern? Warum mag ich, wie der Autor diesen Roman geschrieben hat? Und deswegen mag ich dann auch die Art dieses Autors. Und warum habe ich mit dem neuen Roman meine Schwierigkeiten? Ich glaube, es gibt zwei ganz einfache Antworten. Die eine liegt in der Hauptfigur. Dieser Roman scheint doch deutlich autobiografische Züge des Autors zu haben. Das hatte die andere Figur auch. Na, Moment. Leo Singer, die Hauptfigur in dem Roman Selige Zeiten, brüchige Welt, ist keine autobiografische Figur. Das ist eine Figur, die auch mit Subtexten vielfach zusammengesetzt ist. Aber auch mit Autobiografie. Im ersten Roman in der sinnlichen Gewissheit schon vorkam. Aber natürlich, da er diese Figur zusammenbastelt und damit erfindet, ist die viel, unendlich viel reicher. Und das Zweite ist, dieser Roman, der neue Schubumkehr, wie gesagt, er verzucht zu viel auf zu viel Ebenen und wird dadurch manchmal einfach deklamatorisch. Es wird einfach verkündet, diese Gemeinderatssitzung, jetzt machen wir das so, aber es wird nicht eigentlich geschildert, es wird gesagt. Während in diesem Roman Selige Zeiten, brüchige Welt hat er das alles wunderbar entwickelt. Gemeinderatssitzungen haben im Unterschied zu Psychoentwicklungen von Helden etwas Deklamatorisches. Und es ist natürlich eine Verkürzung, wenn er sagt, was SPÖ und die ÖVP und die Grünen dafür verschiedene. Es ist ein satirisch verschärfter Freund, Roman. Seien Sie mal vorsichtig, denn unser Freund Hieber ist nicht nur Germanist und Kritiker, er ist auch Ortsvorsteher. Ja, dann er kann kennt er. Diese Realität. Das ist ja okay. Dafür stamme ich aus Tschechien und weiß wiederum die Gegend besser. So, das müssen wir uns nicht vorrechnen. Ich habe den dunklen Eindruck, wir haben über den Roman das Nötige schon gesagt. Aber ist das noch ist, was Wichtiges, Herr Lieber? Menasse ist ein Autor, auf den man große Hoffnungen setzen kann. Es gibt Kritiker, die behaupten, man darf auf Autoren keine Hoffnung setzen, weil das nächste Buch ist immer das Schwerste. Aber Menasse ist der Autor unter den deutschsprachigen Gegenwartsschriftstellern der mittleren Generation, er ist jetzt so etwa 40, auf den ich mit die größten Hoffnungen für die Zukunft setze. Ja, das heißt, die Hoffnung auf ihn als Publizist. Ja. In drei Worten gesagt, neues Buch, etwas schwach und fragwürdig, aber Autor gut, hoffnungsvoll warten wir auf das nächste. Einverstanden. Gut, alles klar. Jetzt kommen wir zum vierten Buch des heutigen Tages. Es ist ein Roman von Knut Hamsun. Zunächst, Knut Hamsun war zur Zeit des Dritten Reichs in Norwegen ein widerwärtiger Nazi. Ein alter Mann schon, längst ein alter Mann. Die Norweger waren entsetzt und beleidigt, hielten ihn für einen Landesverräter, Nationalverräter und haben einmalig in der Geschichte der Weltliteratur Tausende seiner Bücher in sein Haus getragen und ihm über den Zaun zurückgeworfen. Eine Nation gibt ihrem größten Schriftsteller ihre Werke zurück. Sie wollen nichts mehr mit ihm zu tun haben. Wir haben, wie gesagt, haben die Bücher zurückgegeben. Schluss. So war es widerlich.
Dies aber ändert nichts, nicht ein Pfennig, nicht ein Zentimeter an der Qualität, falls vorhanden, der Bücher, des Werks von Knut Hamsun. Genauso wie Gerhard Hauptmann, der die Hand zum Hitlergruß im Dritten Reich erhoben hat. Ich habe es gesehen, ich war dabei, ich bin Zeugin dieser Angelegenheit. Er hat die Hand zum Hitlergruß erhoben, aber die Weber und die Ratten, Rose Bernd und Fuhrmann Henschel, sind geblieben, was sie vorher waren, wichtige Theaterstücke. Hamsun, nun der Autor Hamsun. Ich rede hier über einen Autor, der mir sehr nahe stand und mir, was immer er getan hat, später nahe steht. Ein Autor, der für meine Generation eine enorme Rolle gespielt hat. Er ist kein Zweifel einer der ganz großen Schriftsteller im ersten Drittel unseres Jahrhunderts und noch gegen Ende des vorigen. Ein Schriftsteller, dessen Namen wir zusammen nennen können, mit Joseph Conrad, mit Thomas Mann, auch mit dem damals sehr berühmten Hermann Hesse, Maxim Gorki und so weiter. Jedoch, anders als Conrad oder Thomas Mann, anders als Maxim Gorki, wurde er, Knut Hamsun, von der jungen Generation Europas nicht nur geschätzt und bewundert, er wurde geliebt. Die ganze Generation hat sich wiedererkannt in den Romanen. Warum? In den Romanen von Knut Hamsun. Wohl deshalb, weil Hamsun in den Mittelpunkt seiner Romane Menschen gestellt hat, in der Regel jüngere Menschen, die alle Aufrührer waren, romantische Rebellen gegen die Konvention, gegen die Autorität. Und das hat ganz Europa, das junge Europa, beeindruckt. Und er hat in seinen Romanen, wie kaum ein Schriftsteller, die Psychologie des Individuums mit der Poesie der Landschaft beispielsweise, überhaupt mit der Poesie, in eine Einheit gebracht. Jetzt hat man einen der frühesten Romane von ihm, Mysterien, vor etwa 100 Jahren erschienen, in einer neuen Übersetzung gebracht. Ich habe den Roman wiedergelesen nach einer unendlich langen Zeit. Und ich habe ihn mit etwas Angst gelesen, wie man, wie junge Leute, wenn sie zum zweiten Mal im Leben Dantons Tod lesen und fragen, ist das immer noch gut? Der Büchner hat es ausgehalten, ist immer noch gut, sogar wenn man ihn zum dritten Mal liest. Hamsuns Roman ist heute natürlich vom Thema her, von der Figur des Heldennagel etwas verblasst. Aber ist dennoch ein ganz außergewöhnliches Werk der Literatur. Und ich möchte eins hier sagen, obwohl wir am Anfang eines Romans nicht gleich sagen sollen, was wir von einem Roman halten. Es hat der deutsche Schriftsteller leider heute vergessen, beinahe, Klabund, der hat mal eine schöne Literaturgeschichte, überhaupt keine Literaturgeschichte, ist geschrieben, wo er seine Ansichten über Literatur, so auf die Weltliteratur, auf 300-400 Seiten dargelegt hat. Und da kommt er auf Hamsun zu sprechen und sagt einige Sätze über Hamsun. Und dann sagt er, ihr müsst alles von ihm lesen, alle Romane. So glücklich war er, als er über ihn sprach. Ich sage nicht, ihr müsst alle Romane von Hamsun lesen. Aber ich sage heute, Mysterien, diesen vor 100 Jahren geschriebenen Roman soll und muss man lesen. Es ist ein Meisterwerk der Weltliteratur geblieben. Also meine Generation hat Hamsun mit einem anderen, mit einem beunruhigten Gefühl gelesen. Man hat nämlich, Sie haben das ja schon erwähnt, er ist mitten im Krieg zum Kotau nach Berlin gefahren, hat sich von Hitler feiern lassen. Und wir haben uns damals mit der Frage beschäftigt, kann faschistische Literatur gut sein? Und ich habe, es gibt die beiden berühmten Namen, die immer genannt werden, Selin und Hamsun. Und Ezra Pound. Und Ezra Pound, mit dem kann ich nicht so viel anfangen. Aber für mich waren die beiden beunruhigenden Erfahrungen waren immer Selin und Hamsun. Und ich habe jetzt Mysterien natürlich, wie Sie wiedergelesen und mit großer Begeisterung gelesen. Aber ich habe auch auf Indizien geachtet. Ich habe gedacht, was zeigt sich? Wo ist der Keim da? Ja. Und der Keim ist natürlich da, der liegt in dieser antizivilisatorischen Revolte, die damals gegen die Bürgerlichkeit, man weiß ja, dass Hamsun
also vor allen Dingen sich gegen den Liberalismus wendet, dass Wahlen irgendwas zustande bringen, dass es Fortschritte in der Medizin und in den Naturwissenschaften gibt, dass es diese archaische Religion zu bekämpfen gibt. Und da gibt es ein paar wirklich erschreckende Stellen. Da sagt auf einmal dieser Held, ein junger Mann, was er aus Liebe für seine Frau tun, für seine Angebetete tun würde. Er sagt, er würde einen Eskimo schlachten und aus der Haut einen Lampenschirm machen. Dann sagt man auf einmal, ja Gott, er nimmt das später übrigens zurück im Roman, er entschuldigt sich dafür. Es gibt auch diese spöttischen Stellen über englische Parlamentarier und über das parlamentarische Leben überhaupt, über Gladstone, die einem doch nahelegen, warum dieser Protest gegen diese miefige bürgerliche Ordnung auch eine Gefahr hatte, in den Faschismus zu führen. Das ist eine ähnliche Erfahrung, die man bei Céline auch machen kann. Das ist unbeschadet davon, ist das ein Meisterwerk der Literatur. Der Held hat sicher sehr viel mit einem Dostojewski-Helden zu tun, mit dem Idioten vielleicht am ehesten. Und ich denke, dass es verdienstvoll ist, dass das Buch neu übersetzt ist, obwohl bei dieser Übersetzung, ich habe mich so an ein paar Sachen gestoßen, warum heißt eine Kokotte auf einmal Kokette? Den Begriff kenne ich gar nicht. Fehler. Nein, 50 Mal. Wenn man mal da an die Basis geht, der Anlass, dass wir über dieses Buch sprechen, ist ja die Neuausgabe in einer Neuübersetzung innerhalb so einer Werkreihe, Werkausgabe in Einzelbänden. Und das ist ja immer ein wichtiger Anlass für neue Leser, um einem Autor, einem alten klassischen Autor, neue Leser zu kriegen. Jetzt ist die Übersetzung neu gemacht worden. Ich habe die mal mit der Übersetzung aus den 20er Jahren ein bisschen verglichen. Und ich finde, diese Übersetzung in den 20er Jahren kann sehr gut bestehen neben dieser heutigen. Mir ist es manchmal sogar so gegangen, dass diese saloppe Aktualisierung, die der heutige Übersetzer, der Siegfried Weibel, macht, mir ein bisschen gegen den Strich geht. Das geht dann bis zu diesem deutschen, schrecklichen Politikermodewort, ich gehe davon aus, dass. Und diese saloppen, bisweilen saloppen Aktualisierungen sind eigentlich nicht nötig. Ich finde, die Neuübersetzung sonst liest sich im Deutschen gut, mit dem Norwegischen, tut mir leid, kann ich sie nicht vergleichen. Aber was mir fehlt an dieser Ausgabe ist, dieser Roman, was er uns immer heute noch bedeutet, ihm fehlen für heutige Leser Anmerkungen. Glossar, ja, unbedingt. Ja, es fehlt, man weiß nicht, diese norwegische Innenpolitik in der Zeit würde man doch gerne hinten wenigstens nachschlagen können. Man würde einiges andere auch gerne nachschlagen. Anstatt einer Neuübersetzung, die ihre Verdienste haben mag. Man weiß, dass Hamsun damals zum Beispiel Vorträge gehalten hat, in denen wo Ibsen versteinert saß, weil er von ihm angegriffen wurde. Aber jetzt muss ich doch auch ein gutes Wort dafür einlegen. Es hat ein ganz ausgezeichnetes Nachwort, dieses Buch, wo genau das, was Sie monieren, Herr Hieber, dann doch aber erklärt wird. Aber die Anmerkungen fehlen. Es steht sehr wohl drinnen, dass die Polemiken gegen Ibsen zum Teil auch zusammenhängen mit den Reden, die der Hamsun damals gehalten hat. Er ist ja so als ein Wanderprediger durch die Lande gezogen, war notorisch dafür, war auch unglaublich provokant, dass das eigentlich wörtlich eingegangen ist in den Roman als Ibsen-Beschimpfungen. Das alles erklärt der Nachwortschreiber, das ist übrigens ein ganz ausgezeichnetes und sehr differenziertes Nachwort ist, der ihn auch ziemlich genau historisch positioniert, finde ich. Aber Anmerkungen zu einzelnen Stellen. Ja, wir wissen doch, wer Gladstone ist. Brauche ich keine Fußnote dazu haben. Frau Löffler, Sie und ich wissen mit Mühe und Not, wer Gladstone ist. Fragen Sie mal die Leser weit und breit. Das ist gar nicht so einfach. Also ich glaube, das Entscheidende ist dieser antiliberale Impuls und diese antizivilisatorischen Beschimpfungen, die junge Figur Erkenntnisse da der Zeit, die da polemisch angegriffen sind. Die würde ich ganz gern wissen, was war an Impferkenntnissen noch. Da und kommt ja ein Arzt zurück und macht falsche Behandlungen. Also sagen wir ruhig zweierlei. Es ist gut und schön, dass der Verlag eine neue Ausgabe gemacht hat. Hätte nicht geschadet, wenn da Anmerkungen wären. So ist es. Hätte so Mühe gemacht, aber hätte uns allen nicht geschadet. Jetzt Folgendes. Hier ist etwas ganz Wichtiges von Ihnen gesagt worden, das wollen wir nicht unter den Tisch fallen lassen. Nämlich die etwas beunruhigende, nicht nur etwas, beunruhigende antizivilisatorischen Akzente im Roman
Mysterien, welche Akzente ja schon darauf verweisen, aus diesem Hamsun, da kann was Schlimmes werden, eine Hinwendung zum Faschismus, Nationalsozialismus. Hinterher ist man natürlich immer schlau. Natürlich, alles richtig, ja, ja völlig mit dieser Diagnose einverstanden. Möchte nur auf eins aufmerksam machen. Wann ist das Buch erschienen? 90er Jahre des vorigen Jahrhunderts. Diese Epoche, 90er Jahre, Anfang des 20. Jahrhunderts, ist in der europäischen Literatur voll von antizivilisatorischen Akzenten. Es ist ein gewaltiger Protest gegen die Entwicklung des Bürgertums im ausgehenden 19. Jahrhundert. Denn, um gleich einen Autor, den Sie, glaube ich, lieben, schätzen und bewundern, zu nennen, Josef Conrad. Wie hoch sind diese Akzente bei Conrad? Was sind denn diese Kapitäne, die da alle weit weg auf irgendwelchen Meeren umherfahren und sich bewähren müssen? Diese polnischen Helden mit englischen Namen, die plötzlich da auftreten. Wir haben Folgendes in dieser Literatur, auch bei Gorki in der russischen, davor zu Recht Dostojewski mit etwa Fürst Mischkin im Idioten. Alles ist richtig. Wir haben in dieser Literatur eine Hinwendung zur Romantik. Das ist ein neuromantischer Protest. Und in der Literatur, und das macht der Hamsun mit einer ungeheuren Intensität. Er macht das fabelhaft. Übrigens, apropos Augsburg, hier sind wir. Neuromantik, antizivilisatorische Akzente. Bei Bertolt Brecht im Baal vielleicht auch ein wenig vorhanden. Nachher hat sich geändert. Brecht, antizivilisatorisch, ist kein Nazi geworden. Man musste aber nicht... Aber sein Kollege Bronnen ist es geworden. Ja, das und Hans Joost auch. Aber das ist was ganz anderes. Ja. Ich will damit nur sagen, dass Hamsun so geworden ist, wie wurde dann während des Krieges, während des Dritten Reichs, wir können heute diese Akzente in früheren Büchern finden. Dennoch, in Victoria, in Pan, August Weltumsegler, ist im Grunde genommen eine andere Welt. Sind die Akzente da? Man kann auch sagen, Segen der Erde, dieser einzige herrliche, einer der wenigen herrlichen Bauernromane der Weltliteratur. Wenn man unbedingt will, Verherrlichung von Blut und Boden. Aber es wäre Quatsch, es ist keine Verherrlichung von Blut und Boden. Vielleicht das Interessante am Hamsun ist seine Doppelgesichtigkeit. Das eine Gesicht deutet ganz klar zurück ins 19. Jahrhundert. Dostojewski haben Sie schon angesprochen. Ja. Das Buch ist ja, hat ja auch sehr viel von dieser Neurasthenie des Ferdinand Jeckel. Gleichzeitig aber auch formal weist es voraus. Es weist voraus auf James Joyce ganz eindeutig. Ja, denn, Bewusstsein, das, Monologe. Nein, ich glaube, das eigentliche Thema des Buches ist das Bewusstsein. Das ist ein Roman, der von einem Bewusstsein handelt. Ja. Er beschreibt ein Bewusstsein. Er beschreibt nicht einen Helden, sondern ein Bewusstsein. Und da würde ich sagen, geht er, das greift auf Virginia Woolf und das greift auf James Joyce voraus. Also diese Doppelgesichtigkeit, diese Janusgesichtigkeit ist vielleicht das Interessanteste an dem Hamsun, auch die Gebrochenheit. Ja. Und diese Doppelgesichtigkeit, die Janusköpfigkeit kann man noch weiterführen. Sie haben jetzt alle den modernen Aspekt dieses Romans, das Vorausweisende und das etwas Zurückgehende zur Romantik oder zu romantischen, antizivilisatorischen Geschichten. Mir kam der Roman merkwürdig bekannt vor, diesen Mysterienroman, denn wir haben ihn in der deutschen Literatur auch. Da ist er nur gut 100 Jahre früher erschienen und er hieß Die Leiden des jungen Werthers. Wenn Sie sich das mal anschauen, diese Mysteriengeschichte von der Kleidung, ja, Werthers Kleidung war damals große Mode. Ja. Was hat unser Nagel an? Gelbe Weste. Gelbe Weste, ja. Dann diese Geschichte mit Danje, mit der Pfarrerstochter, das ist die Geschichte von Werther und Lotte. Die ist auch verlobt. Natürlich. Ja, die ist auch verlobt. Das ist die Geschichte dieser beiden. Ja. Und das geht bis in die Waldspaziergänge, die die beiden machen. Und die Lust an der Natur, die Beschreibung. Das Antizivilisatorische, das Antigesellschaftliche, sagen wir mal, haben sie beim Werther ganz zentral als Moment. Und das haben sie hier auch. Sagen wir, das ist der norwegische Werther, bei dem einiges dazugekommen ist, und zwar vor allem zum Goethe ist dazugekommen Wagner und Nietzsche. Und die sind in dem Buch natürlich sehr deutlich vom Einfluss her, von der Atmosphäre her zu spüren. Aber ich habe das frappierende Parallelen gesehen
zwischen diesen beiden Romanen. Bis zum Selbstmord, ja. Ja, bis zum Selbstmord. Und Herr Priester hat ihn begleitet. Ja, ja. Ich glaube, sehr interessant, was Sie gesagt haben. Ich glaube, es ist richtig. Es bestätigt aber etwas, was auszusprechen schwerfällt. Werther ist der einzige deutsche Roman vor Thomas Mann, der eine europäische Wirkung ausgeübt hat. Keine andere, die haben alle, ja, wir haben fabelhafte Schriftsteller, Jean-Paul und Theodor Fontane und andere. Nichts hat sich Europa nicht gekümmert um die. Leider, bedauerlich, aber so ist es. Werther hat tatsächlich einen enormen Einfluss ausgeübt. Nun weiß ich nicht, weiß jemand zufällig, ob das nachweisbar ist, ob der Hamsun den Werther gelesen hat? Also, vermutlich doch. Es wird immer, also ich kenne die Sekundärliteratur zu Hamsun nicht, bin auch kein Skandinavist, aber es wird so in dem, was man lesen kann über dieses Buch, was man auch in der Biografie lesen kann, in der Hamsun-Biografie von dem Ferguson, wird immer natürlich auf Dostojewski und so weiter verwiesen. Aber irgendwie eine Goethe Werther-Geschichte. Also Dostojewski-haft ist natürlich diese zweite Liebe. Genau, die mit der älteren. Da ist Dostojewski wie das mit Händen zu greifen. Dieser Gnadenakt und diese Güte nicht zurückweisen. Ja, und diese Liebe zu dem Dorftrottel, Dorfidiot. Ja. Wobei der Dorftrottel, das ist ja eine merkwürdige Drehung am Schluss. Das ist eigentlich, das andere ein Schurke ist. Und ja, das wird behauptet, aber er ist eigentlich das andere Ich. Übrigens, eins wollen wir nicht vergessen. Diese große Auseinandersetzung in dem Roman mit Ibsen hat gute Gründe. Ibsen war ein großer Schriftsteller, aber für diese Generation, Hamsun konnte sich damit nicht abfinden. Die Hinwendung Hamsuns zum Poetischen und zum Romantischen musste eine Ablehnung von Ibsen nach sich. Naja, den Vatermord hat der Hamsun ja nicht erfunden. Ja. Nicht? Aber ich wollte sagen, beim Ferguson, den Sie erwähnen, das ist ja eine ausgezeichnete Hamsun-Biografie, da steht dann auch, dass Ibsen das sogar eingesehen hat. Das ist das Merkwürdige. Er hat die Attacken, er saß in der ersten Reihe und hat die Attacke gesagt, die ist mit Recht gegen mich geführt. Übrigens, ich weiß ja nicht, ob er das ausnimmt, Hamsun. Sein Protest gegen Ibsen ist der Protest gegen die Stützen der Gesellschaft und Volksfeind und Nora und dergleichen. Nicht gegen den Peer Gynt. Den Peer Gynt hat er bestimmt nicht abgelehnt, weil im Peer Gynt... Da ist dieselbe Neoromantik vorweg. Da ist die Neoromantik drin. Und unter uns, von allen Stücken, die der Ibsen geschrieben hat, Peer Gynt das beste Werk, glaube ich. Naja, führt uns das nicht ein bisschen weg? Ja, also Sie wollen sagen, wir müssten jetzt zu Sibylle Mühlo übergehen. Habe ich nichts dagegen. Bitte. Das Buch heißt Nachbarn, und zwar aus mehreren Gründen. Es beschreibt eine Nachbarschaftsfehde und es handelt eigentlich von der Feindschaft auch, der alteingefahrenen Feindschaft der Nachbarn Deutschland und Frankreich. Es spielt zur Zeit des Zweiten Weltkriegs während der deutschen Besatzung in Frankreich. Gleichzeitig aber auch spielt dieser Roman heute. Er versucht eigentlich das, was damals in der Résistance oder in der Kollaboration wirklich passiert ist, neu zu rekonstruieren, neu zu sehen, vielleicht auch zum ersten Mal eine Art Wahrheit da herauszufinden unter diesem großen nationalen Mythos, französischen Mythos Résistance. Das Ganze gesehen mit deutschen Augen. Gleichzeitig aber auch ist es eine Dorfgeschichte schon wieder mal oder eine Kleinstadtgeschichte, eine französische Provinzgeschichte, eine historische Spurensuche und ein Versuch der historischen Revision. Das Interessante ist, deutsche Autoren machen das meistens an deutscher Geschichte. Diesmal, und das ist vielleicht das Originelle daran, wird es versucht mit deutschen Augen, aber an der französischen Geschichte. Es ist also eine Kleinstadt, eine französische Provinzstadt, die Parisée genannt wird. In dieser Stadt leben also seit 50 Jahren Nachbarn miteinander tief verfeindet. Die einen Nachbarn, denen wird nachgesagt, sie seien Kollaborateure gewesen oder die Nachfahren, die Angehörigen von einem Kollaborateur. Die anderen waren Resistanzkämpfer, sind bis heute hoch angesehen, werden geehrt, feiern jährlich ihre Erinnerungsfeste und Rituale.
Und jetzt stellt sich heraus, dass das vielleicht nicht so einfach war, dass unter der deutschen Besatzung es vielleicht nicht so sicher war, festzustellen, was waren die Guten, was waren die Bösen, dass die Kollaborateure vielleicht nicht unbedingt die Bösen gewesen sind und dass die Kollaboration vielleicht anders sich dargestellt hat und dass die Widerstandskämpfer vielleicht auch nicht so edel waren, wie sie sich selbst gerne feiern und feiern lassen, sondern dass sie möglicherweise andere und fragwürdigere Motive hatten, dabei gegen den anderen Teil der Bevölkerung loszugehen. Alles das wird wieder aufgerollt. Es ist ein Roman, der von historischen Wunden handelt, gleichzeitig aber auch versucht, durch die Wahrheit eine Art von Heilung oder Versöhnung herbeizuführen in diesen unversöhnlichen historischen Konflikten. Ja. Eine Frage, eine bescheidene. Wie ist denn das geschrieben eigentlich? Also wenn man, ich bemühe ja heute immer gern Maler, bei Hamsun ist jedem Munk eingefallen, wo jetzt eine wunderbare Ausstellung in Hamburg war. Bei diesem Roman fallen mir solche Bauernbilder ein, die so Vesper heißen, Heimkehr von der Ernte, wo irgendjemand Schinken abschneidet. Ja, ganz schwere Geschütze. Also dieser Roman ist so seltsam, butzenscheibenartig, verhunzt, dass ich eigentlich, dass selbst das Thema Resistance wird zu einem niedlichen Spielzeug. Ja. Also es ist ein Roman. Darf ich ein Wort vorschlagen? Nicht niedlich. Niedlich ist gar nicht. Doch. Betulich. Doch. Betulich. Ja, betulich. Gut, ja. Nein, betulich ist es nicht. Betulich wäre schon eine Qualität. Es ist leider nur niedlich. Ich bleibe dabei. Niedlich. Ja, aber also Worte. Es ist so, ja. Wie heißt der Nationalfeiertag? Der 14. Juli war gekommen, das Fest aller Franzosen. Habe ich wirklich gedacht, Pfingsten, das liebliche Fest war gekommen, es grünten und blühten. Ja. Haben Sie die Ironie darunter nicht gespürt? Nee. Nein, nee. Beim besten Willen nicht. Nein. Nee. Also das geht nicht. Diese Ironie finde ich natürlich schon sehr stark. Ja. Schon das erste Kapitel ist eine Ironie. Sie wollen eine das Ironie. Buch verteidigen. Ironie ist die einzige Möglichkeit. Die einzige. Nur wir haben die Ironie nicht gemerkt. Aber es ist die einzige Möglichkeit, die Sache zu verteidigen. Ja, das Buch hat ein ganz wichtiges Thema. Ich finde ja, wenn ich das noch ein bisschen verschärfen darf, was Sie zum Inhalt des Buches gesagt haben, das wirkliche Thema ist ja, sind die Widersprüche in der Resistance selber. Dass es heute möglich ist, oder das Buch schildert eine Position, dass heute in Frankreich die Resistance und deren Fehler und einzelne Leute befragt werden. Das ist ja das Thema und das zum Beispiel ist ein Thema, was mich, der ich hier einer Generation angehöre, die selber genug Geschichte mitbekommen hat, mit der wir umgehen müssen, das mich für unser Nachbarland Frankreich sehr interessiert. Darüber würde ich wirklich auch in einem Roman, nicht nur in einem Sachbuch, gerne was erfahren und das gefällt mir zunächst. Aber wenn das dann so flach ist, wenn das dann so putzig gemacht wird und um das fortzuführen, wenn dann gesagt wird, jetzt haben wir das Städtchen gesehen, aber jetzt müssen wir auch schauen, was leben denn da für Leute? Das wird wörtlich geschrieben oder es wird gesagt, ein Teil der Bevölkerung ist katholisch, der andere Teil ist es nicht. Ja. Solche Dinge kommen da leider sehr häufig vor und es kommen bestrumpfte Beine vor, die auf Automagazinen liegen und auf roten Ledersofas und deren Konsistenz loben. Es ist also vom Stil bisweilen unfreiwillig komisch und ansonsten eben sehr behaglich und bieder. Naja, also ich glaube, das ist im Großen und Ganzen, bin ich mit dem einverstanden. Wir wollen aber eins nicht vergessen. Immerhin muss man der Autorin anrechnen, dass sie sich eines dollen und wichtigen Themas angenommen hat. Zweitens, sie hat das Thema nicht so schlecht behandelt. Sie weiß schon genau, worum es geht. Leider Gottes hat sie aber eine schreckliche Sache gemacht. Wir sagten vorher bei dem Menasse, das Buch ist eigentlich zu kurz. Mit anderen Worten, er hat die Themen, die er sich gewählt hat, nicht bewältigt. Ja. Bei ihr ist es umgekehrt. Es ist alles breit getreten. Ja. Das sind 350 Seiten, 200, vielleicht, wenn das gestrappt wäre. Nein, dann das kann nicht, ich Ihnen überhaupt nicht beistimmen, Herr Reichranitzky. Ich denke, dass dieses Buch sehr behutsam mit der Geschichte umgeht. Es ist ein Buch, das von verschiedenen Perspektiven aus geschrieben ist und nicht für sich in Anspruch nimmt, die Wahrheit zu wissen. Auch die historische Wahrheit nicht. Das heißt, in der Geschichte sind die historischen Löcher drinnen geblieben. Man weiß zum Beispiel nicht, was nun eigentlich mit dem
Und auf welche Art der angebliche Kollaborateur von den Résistances nun eigentlich umgebracht worden ist? Auf welche Weise haben Sie ihn liquidiert? Doch, das steht genau drin. Sie sind auf seine Brust gesprungen, haben ihn dabei erdrückt. Ja, von dem aber Baum, das steht es sind da drin. Es sind sehr viele Lücken in der Geschichte absichtlich drinnen gelassen. Es sind historische Konjekturen, aber es ist nicht. Aber es manchmal ist, sind die Geschichte ist erzählerische nicht Lücken. Manchmal geht also eine Beerdigungsfeier, dann gehen die trinken. Es gibt so eine Springer-Urvater-Reklame. Ja. Dann wurde es bei Springer-Urvater noch schrecklich gemütlich. So heißt es wörtlich, dann wurde der Abend noch sehr gemütlich. Das ist das Ende einer Schilderung einer, da denke ich wirklich, ich bin auf dem Mond, also wirklich. Nein, nein, nicht auf dem Mond, sondern in der Obhut einer Schriftstellerin, die mit ihrem Thema nicht ganz zu Rande gekommen ist. Ja, vor allem die mit der Form des Romans nicht zu Rande kommt. Es hat ja von Frau Mulot vor gar nicht allzu langer Zeit ein schmales Geschichtenbändchen gegeben, das man auch Roman nannte, das sich eben thematisch durchzog, Liebeserklärung. Mhm. Und ich finde, in dieser Form ist sie eigentlich ganz gut zurechtgekommen. Ich habe das jedenfalls nicht ungern gelesen. Ich glaube, sie scheitert einfach an der Romanform. Sie stellt sich vor, handwerklich, man muss diese beiden Ebenen, Vergangenheit, Gegenwart, muss man miteinander verknüpfen, man muss sie für sich schildern und so weiter. Und dadurch entsteht breiter Brei und sonst eigentlich wenig. Ja, und die Lust, die man an dem Thema hat, das Interesse, das man an dem Thema hat, auch als literarisch bearbeitetes Thema, die schwindet mit jedem Kapitel, mit dem sich das hinzieht und nochmal hinzieht und nochmal was kommt, was einen nicht interessiert. Es ist wirklich... Ja. Es ödet. Ja. Nein, das finde ich eigentlich überhaupt nicht. Sie hat zum Beispiel zwei unglaublich interessante Hauptfiguren. Das sind die beiden Résistances, die alten Résistances dieses Ortes. Vorsitzende oder Chef dieses Marquis und sein Stellvertreter. Es stellt sich heraus, zufällig sind sie auch in benachbarten Orten, es stellt sich heraus, dass die eigentlich Todfeinde sind. Die ganze Zeit über hat sich das nicht zeigen dürfen, weil sie ja eine gemeinsame, sehr heroische und fast mythische Geschichte hatten. Es stellt sich heraus in dem Moment, wo der eine das Kreuz der Ehrenlegion bekommen soll und der andere nicht. Ja. Da beginnen die historischen Wunden aufzubrechen. Ich kann daran überhaupt nichts Betuliches finden. Das ist eine reine Hassgeschichte und sie wird als reine und ziemlich harte Hassgeschichte erzählt. Ja, gut. Also wo die Betulichkeit sein soll, kann ich nicht sehen. Harte Hassgeschichte. Also darf ich das mit der Ehrenlegion erklären? Das wäre wirklich ein tauglicher Gegenstand für einen satirischen Roman. Ehrenlegion satirisch gibt es ja schon bei Madame Bovary. Der Apotheker kriegt sie am Schluss, der sie am wenigsten verdient hat. Hier bekommt sie einer, der sie auch am wenigsten verdient hat. Wie wird das nun von der Autorin geschildert? Da erinnert sich der andere, ohne dass da irgendeine Ironie, ich habe doch mehr gemacht und de Gaulle ist mal ins Dorf gekommen und de Gaulle hat mir tief und innig in die Augen geblickt. Und so, dann macht die Autorin einen neuen Schnitt, weil sie die allwissende Erzählerin sagt, jetzt gehen munter Briefe in die Welt. Ja, der eine geht bis zum nächsten Dorf, der dritte geht gar bis Paris ins Innenministerium. Ja. Also wenn das nicht betulich ist, das ist die Definition für betulich. Also schauen Sie, Freunde, darf ich auf etwas aufmerksam machen? Wir hatten hier fünf Bücher. Eins wollen wir mal gleich aussparen. Den haben Sie, und das ist ja was ganz anderes. André Bock, ein Klassiker, ein Jahrhundertgenie. Die vier zeitgenössischen Bücher, bei drei davon, nämlich bei der Mulot, bei dem Knapp und bei dem Menasse, sind wir zu einem ähnlichen Ergebnis gekommen. Nein. Ja, nein, halt, nein, halt. Nein, wir nein, wissen nein, noch nein, nicht nein, zu welchem. Nein. Gut. Wir sind zu dem Ergebnis gekommen. Hier ist jeweils der Autor oder die Autorin überfordert gewesen, nein, dem Thema nicht gewachsen. Franjo, bei dem Franjo hat er ja alles etwas verklärt, heiter, niedlich, betulich. Hier haben Sie gesagt, niedlich. Ich habe so pauschal zusammenfassen, nein. Wo wir gerade an einen Viertelstunden versucht haben, es auseinanderzuklamüsern. Ja. Jetzt wollen Sie wieder alles in einen, nein, ja, auf sagen, einen Nenner bringen. Das ist nicht fair. Der zeitgenössischen deutschen nein. Literatur nein. ist. Also Menasse mit Mulot darf man wirklich nicht in einen. Natürlich. Aber Freunde, gewisse gemeinsame Nenner sind schon da. Das und M das, am Anfang. Ja, nein, es ist was anderes. Es ist dieser Autor Haslinger,
der ein schwieriges, wichtiges Thema gewählt hat und dem Thema völlig gewachsen war, mit seinen Mitteln, auf der Ebene des Politthrillers. Und das sollten wir anerkennen. Das ist ein ganz doller Fall. Und da haben wir nicht zu sagen, Glas Wasser halb leer oder halb voll, betulich oder niedlich, der Unterschied ist so gewaltig wie da nicht. Da ist ein Autor seinem Thema gewachsen gewesen und dieses Buch verdient einen Riesenerfolg. Das glaube ich, weil es noch den Vorzug hat, ich dachte vorher, intelligent. Außerdem spannend. Spannend ist auch. Man liest gleich nach den ersten 5 Seiten, will man wissen, wie es weitergeht. Ist bei einem Roman kein Fehler. Aber Freunde, die Zeit geht vorbei und wir müssen diesmal wieder des Augsburgers Bertolt Brecht gedenken und am Ende sagen, was dieser Mann aus Augsburg geschrieben hat. Und also sehen wir betroffen den Vorhang zu und alle Fragen offen. Was die sagen, mag uns nicht gefallen, aber es sind intelligente Leute. Ich habe eigentlich unter uns nichts dagegen, dass Romane auch intelligent sind. Eine zusätzliche Sache, mit anderen Worten, mal ein Buch, das wir alle 4 empfehlen können, glaube ich. Alle 4 sind wir der Ansicht, ein gutes Buch. Was ist mit uns los? Ja, halt, wenn einer wirklich begabt und intelligent ist wie dieser und sich Mühe gegeben hat, die Sache gut zu machen, wie dieser Haslinger, dann müssen wir alle kapitulieren und sagen, jawohl, das ist ein gutes Buch. Jetzt zum nächsten. Wir haben das Buch von Radek Knap. Radek Knap ist ein Pole, aber ein deutscher Dichter oder Schriftsteller oder ein österreichischer Schriftsteller. Im Alter von 12 Jahren ist der junge Mann, ein Knabe, noch aus Warschau nach Wien gekommen. Er lebt in Wien, ist jetzt 30 Jahre alt, hat sein erstes Buch veröffentlicht in deutscher Sprache. Ja, ja, das Wichtige ist natürlich, dass der Radek Knap ein Kulturpendler ist. Zwischen Polen und Österreich. Er hat die Sprache gewechselt, er schreibt also auf Deutsch diesen ersten Erzählungsband. Aber er schreibt über Polen, das Buch handelt von Polen und in Polen. Franjo. Es sind 5 Dorfgeschichten, die scheinbar ganz naiv, scheinbar ganz einfach daherkommen, von einfachen Leuten handeln. In einem Dorf, das merkwürdig zeitentrückt wirkt. Ein ziemlich rückständiges Dorf in der Nähe von Warschau, wo tatsächlich noch mit Pferdekarren gefahren wird, wo ein Schuster noch mit der Hand die Schuhe macht, wo aber gleichzeitig auch schon brasilianische Fernsehserien sehr gerne gesehen werden. Es ist merkwürdig festzustellen, wann spielt das eigentlich? Das ist nicht so ganz klar. Es ist fast wie eine Fliege in einem Bernsteintropfen festgehalten. Und gleichzeitig muss man auch sagen, so naiv diese Geschichten sich geben, sie sind es nicht. 4 von diesen 5 Geschichten sind Selbstmördergeschichten. Sie handeln von Selbstmord, von Leuten, die versuchen, Selbstmord zu begehen. Und da ergeben sich dann doch gewisse Reibungen und gewisse Widerhaken, die die Geschichten dann doch interessant machen und nicht so naiv, wie sie zunächst mal aussehen. Habe ich Sie richtig verstanden? Ihnen gefällt das Buch, aber ganz glücklich sind Sie mit dem Buch nicht. Ich habe zuerst meine Bedenken gehabt, habe es dann ein zweites und ein drittes Mal gelesen und dann ist mir doch aufgefallen, dass der Junge schon etwas kann und auch schwer, etwas hat. Es ist auch schwer, Frau Löffler, mit Selbstmördern glücklich zu sein, oder? Ja. Ganz glücklich ja, zu sein. Eine Selbstmordgeschichte, Franjo, ist ja nur ein scheinbarer Selbstmord, der misslingt oder der nur inszeniert wird und nicht wahrgemacht wird. Ich habe ein bisschen Schwierigkeiten dann doch mit den Aberglauben. Intelligent, auch die Polizisten sind keine Idioten. Was die sagen, mag uns nicht gefallen, aber es sind intelligente Leute. Ich habe eigentlich unter uns nichts dagegen, dass Romane auch intelligent sind. Eine zusätzliche Sache, mit anderen Worten, mal ein Buch, das wir alle 4 empfehlen können, glaube ich. Alle 4 sind wir der Ansicht, ein gutes Buch. Was ist mit uns los? Ja, halt.
wenn einer wirklich begabt und intelligent ist wie dieser und sich Mühe gegeben hat, die Sache gut zu machen, wie dieser Haslinger, dann müssen wir alle kapitulieren und sagen, jawohl, das ist ein gutes Buch. Jetzt zum nächsten. Wir haben das Buch von Radek Knap. Radek Knap ist ein Pole, aber ein deutscher Dichter oder Schriftsteller oder ein österreichischer Schriftsteller. Im Alter von 12 Jahren ist der junge Mann, ein Knabe, noch aus Warschau nach Wien gekommen. Er lebt in Wien, ist jetzt 30 Jahre alt, hat sein erstes Buch veröffentlicht in deutscher Sprache. Ja, ja, das Wichtige ist natürlich, dass der Radek Knap ein Kulturpendler ist, zwischen Polen und Österreich. Er hat die Sprache gewechselt, er schreibt also auf Deutsch diesen ersten Erzählungsband, aber er schreibt über Polen. Das Buch handelt von Polen und in Polen. Franjo. Es sind 5 Dorfgeschichten, die scheinbar ganz naiv, scheinbar ganz einfach daherkommen, von einfachen Leuten handeln. In einem Dorf, das merkwürdig zeitentrückt wirkt. Ein ziemlich rückständiges Dorf in der Nähe von Warschau, wo tatsächlich noch mit Pferdekarren gefahren wird, wo ein Schuster noch mit der Hand die Schuhe macht, wo aber gleichzeitig auch schon brasilianische Fernsehserien sehr gerne gesehen werden. Es ist merkwürdig festzustellen, wann spielt das eigentlich? Das ist nicht so ganz klar. Es ist fast wie eine Fliege in einem Bernsteintropfen festgehalten. Und gleichzeitig muss man auch sagen, so naiv diese Geschichten sich geben, sie sind es nicht. 4 von diesen 5 Geschichten sind Selbstmördergeschichten. Sie handeln von Selbstmord, von Leuten, die versuchen, Selbstmord zu begehen. Und da ergeben sich dann doch gewisse Reibungen und gewisse Widerhaken, die die Geschichten dann doch interessant machen und nicht so naiv, wie sie zunächst mal aussehen. Habe ich Sie richtig verstanden? Ihnen gefällt das Buch, aber ganz glücklich sind Sie mit dem Buch nicht. Ich habe zuerst meine Bedenken gehabt, habe es dann ein zweites und ein drittes Mal gelesen und dann ist mir doch aufgefallen, dass der Junge schon etwas kann und auch etwas hat. Es ist auch schwer, Frau Löffler, mit Selbstmördern glücklich zu sein, oder? Ja. Ganz glücklich zu sein. Ja, eine Selbstmordgeschichte, Franjo, ist ja nur ein scheinbarer Selbstmord, der misslingt oder der nur inszeniert wird und nicht wahrgemacht wird. Ich habe ein bisschen... Mochte ich diesen Roman Selige Zeiten, brüchige Welt so ungeheuer gern. Warum mag ich, wie der Autor diesen Roman geschrieben hat und deswegen mag ich dann auch die Art dieses Autors. Und warum habe ich mit dem neuen Roman meine Schwierigkeiten? Ich glaube, es gibt 2 ganz einfache Antworten. Die eine liegt in der Hauptfigur. Dieser Roman scheint doch deutlich autobiografische Züge des Autors zu haben. Das hatte die andere Figur auch. Na, Moment. Leo Singer, die Hauptfigur in dem Roman Selige Zeiten, brüchige Welt, ist keine autobiografische Figur. Das ist eine Figur, die auch mit Subtexten vielfach zusammengesetzt ist. Ja, aber auch mit Autobiografie. Im ersten Roman in der sinnlichen Gewissheit schon vorkam. Aber natürlich, da er diese Figur zusammenbastelt und damit erfindet, ist die viel, unendlich viel reicher. Und das Zweite ist, dieser Roman, der neue Schubumkehr, wie gesagt, er versucht zu viel auf zu viel Ebenen und wird dadurch manchmal einfach deklamatorisch. Es wird einfach verkündet, diese Gemeinderatssitzung, jetzt machen wir das so, aber es wird nicht eigentlich geschildert, es wird gesagt, während in diesem Roman Selige Zeiten, brüchige Welt hat er das alles wunderbar entwickelt. Gemeinderatssitzungen haben im Unterschied zu Psychoentwicklungen von Helden etwas Deklamatorisches. Und es ist natürlich eine Verkürzung, wenn er sagt, was SPÖ und die ÖVP und die Grünen dafür verschiedene. Es ist ein satirisch verschärfter Freund, Roman. Seien Sie mal vorsichtig, denn unser Freund Hieber ist nicht nur Germanist und Kritiker, er ist auch Ortsvorsteher. Ja, er kann kennt er. Diese Realität. Das ist ja okay, das ist ja okay. Dafür stamme ich aus Tschechien und weiß wiederum die Gegend besser. So, das müssen wir uns nicht vorrechnen. Ich habe den dunklen Eindruck, wir haben über den Roman das Nötige schon gesagt. Aber ist das noch was Wichtiges, ja, Herr Lieber? Menasse ist ein Autor, auf den man große Hoffnungen setzen kann. Es gibt Kritiker, die behaupten, man darf auf Autoren keine Hoffnung setzen, weil das nächste Buch ist immer das Schwerste. Aber Menasse ist der Autor unter den deutschsprachigen Gegenwartsschriftstellern der mittleren Generation, er ist jetzt so etwa 40, auf den ich mit die größten Hoffnungen für die Zukunft setze. Ja, das heißt, die Hoffnung auf ihn als Publizist. Ja. In drei Worten gesagt,
Neues Buch, etwas schwach und fragwürdig, aber Autor gut, hoffnungsvoll warten wir auf das nächste. Einverstanden. Gut, alles klar. Jetzt kommen wir zum vierten Buch des heutigen Tages. Es ist ein Roman von Knut Hamsun. Zunächst, Knut Hamsun war zur Zeit des Dritten Reichs in Norwegen ein widerwärtiger Nazi. Ein alter Mann schon, längst ein alter Mann. Die Norweger waren entsetzt und beleidigt, hielten ihn für einen Landesverräter, Nationalverräter und haben, einmalig in der Geschichte der Weltliteratur, tausende seiner Bücher in sein Hausgitter Verlag publiziert, Wörter, Helden und Landvermesser, ein Buch vor allem über zeitgenössische deutsche Literatur. Heute Abend besprechen wir wie üblich fünf Bücher, davon drei österreichische. Jedoch, im Augenblick, wo wir hier sitzen, wird der Opernball vom österreichischen Fernsehen gesendet. Der Opernball, ein Ereignis, das man in Österreich für wichtig hält. Also, auch wir wollen heute über den Opernball reden. Opernball ist ein Buch von Josef Haslinger. Und eigentlich würde man auf den ersten Blick denken, es gehört nicht ins Quartett, denn es ist ein Thriller. Es gehört in eine Gattung mit solchen Büchern wie Grishams, Akte und so weiter. Dennoch ist es ein gesellschaftskritischer Roman. Er handelt von einem Attentat, einem furchtbaren Attentat auf dem Opernball. Und dieses Attentat wird in Rückblenden, in Verhören, in Tonbandaufnahmen und in Erinnerungen von Überlebenden geschildert. Und es wird dabei deutlich, dass dieses Attentat sowohl aus einer politischen Atmosphäre in Österreich erwachsen ist, auf einer sehr rechten Atmosphäre, und dass es irgendwie mit Billigung der Polizei geschieht, von einer neonazistischen Gruppe. Die Polizeimotive sind unklar. Wahrscheinlich will die Polizei vor allen Dingen mehr Einfluss haben und fühlt sich durch den liberalen Staat stiefmütterlich behandelt. So viel zu diesem Buch. Wie gesagt, es ist ein Thriller, aber ich war bei der Lektüre erstaunt, wie mit den Möglichkeiten, mit den technischen Möglichkeiten dieser Gattung, wie viel man an Psychologie, an Landeskunde und an Politik episch bewältigen kann. Ja, ich würde sagen, Josef Haslinger hält sich doch sehr an die Rezepte, die Sartre vorgegeben hat. Sartre sagt, die Literatur soll die Welt enthüllen. Und ich denke, dass er das genau mit diesem Roman auch getan hat. Er hat ein gutes Stück der österreichischen Welt auf eine sehr unangenehme und für Österreich auch sehr entlarvende Weise enthüllt. Er geht mit der österreichischen Realität kritisch um. Man muss wissen, der Josef Haslinger ist in erster Linie ein politischer Publizist. Er war einer der Ersten, der Kurt Waldheim in seiner unseligen Haltung analysiert hat, in seinem Essayband Politik der Gefühle. Und ich denke, dass die Entwicklung hin zu diesem Roman ganz konsequent ist. Mädchen, das mit dem Teufel da was hat und die in den See springt, was soll das alles? Ich habe da doch ernste Bedenken. Mit anderen Worten, dieser Autor hat ein solches Buch geschrieben. Wir loben es, ich lobe es und sage eins, aber nie wieder, dass er nicht noch einmal so ein Buch schreibt. Das ist ein Erfolg und dass er uns nicht den Erfolg noch mal, denn das nächste Mal werden wir das nicht mehr gelten lassen. Ja, fünf Dorfgeschichten genügen, würde ich auch sagen. Ja, also Radek Knapp, wir können weitergehen. Gratulieren Radek Knapp zu diesem schönen Erfolgsbuch. Da haben auch die Polen was zur deutschen Literatur direkt beigetragen. Passiert ja nicht so oft, aber immerhin. Jetzt haben wir das dritte österreichische Buch, Robert Menasse. Ein ganz besonderer Autor aus Österreich. In der Tat ein ganz besonderer Autor, dieser Robert Menasse. Er hat nämlich 1992 einen Roman veröffentlicht mit dem Titel Selige Zeiten, brüchige Welt. Diesen Roman halte ich mit Verlaub gesagt für die beste deutsche Prosa in den letzten 15, 20 Jahren und für den interessantesten Roman unserer deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. Nun das neue Buch.
Das neue Buch heißt Schubumkehr. Schubumkehr bedeutet, Ausdruck aus der Fliegerei, wenn ein Flugzeug landet, wird die Schubumkehr benutzt, um das Flugzeug abzubremsen. In diesem Buch wird auch einer abgebremst. Den Schubumkehr wird natürlich bildlich gebraucht. Es wird abgebremst, dieser Held mit Namen Roman auf seinem Lebensweg. Am Anfang ist er noch in Brasilien. Dort hat er irgendwie unterrichtet, Dozent oder irgend sowas. Und nun ist er da, wie das bei Intellektuellen und bei deutschsprachigen Intellektuellen ohne dies passieren soll, in einer Sinnkrise. Und in dieser Sinnkrise hält er mal inne und fährt nach Hause. Er fährt nach Hause nach Österreich, aber nicht nach Wien, wo er eigentlich herkommt und geboren wurde, sondern in ein Dorf an der österreichisch-tschechischen Grenze im Jahre 89, also vor Öffnung der Grenze. Dort in diesem Dorf mit Namen Komprechts lebt jetzt seine Mutter mit einem sehr viel jüngeren Liebhaber. Und die Mutter hat sich entschlossen, alternativ zu leben. Es wird alternative Landwirtschaft betrieben mit dem jungen Liebhaber. Es wird Müsli gegessen, Körner stehen auf dem Tisch. So dieses ganze Spektrum, was man so kennt. Da kommt jetzt der intellektuelle Sohn hin und was tut er? Er regrediert. Er wird wieder zum Kind und eine Schlüsselszene dieses Buches findet im sogenannten Elternschlafzimmer im Ehebett statt. Aber da liegt nicht die Mutter mit dem Liebhaber, sondern die Mutter mit dem Sohn. Das ist die eine Ebene des Buchs. Die andere Ebene ist ein Dorfroman. Wir haben es mit den Dörfern heute. Ist ein Kleinstadt- oder Dorfroman, nämlich ein Roman dieses Dorfes Komprecht. Man ist, dass man wirklich mit Recht, ich glaube, es war Gottfried Benn, der gesagt hat, bis zu Goethezeit, vor der Erfindung der Eisenbahn, war alles wirklich gleich erzählbar. Und in diesem kommunistischen Polen, nur wenige Kilometer von Warschau entfernt, die Leute sind ja... Ist das noch so? Es gibt die Titelfigur ist ja ein Vagabund, ja. Sozusagen aus dem letzten Jahrhundert, der herumzieht, noch so lebt, wie die Vagabunden und leben. Und ein Heiliger, dem die Vögel nachfliegen. Wenn ich hier einen Einwand äußern darf, gar kein Zweifel, Sie haben recht, Herr Hieber, man muss betonen, dass ein Anfänger, ein junger Mann, sein erstes Buch, geschrieben mit Humor, mit Witz, mit Pfiff, mit Fantasie, es ist also, der Mann ist zu loben, gar keine Frage. Was mich an dem Buch stört, ist etwas anderes. Es wird diese dörfliche Welt in Polen, die nicht zeitlich so fixierbar ist, das wollte wohl der Autor so, na schön, es wird mit dieser Welt etwas getan, was mir arg missfällt. Sie wird verklärt, sie wird gelobt. Es wird gezeigt, wie gemütlich, wie schön, wie sehr. Und diese Welt ist abscheulich. Eine widerliche, stinkende, rückständige Welt. Und Herr Radeknapp will mit dieser Welt nichts zu tun haben. Er wohnt in Wien. In Wien lebt es sich angenehmer als dort. Und er zeigt uns diese Welt, als hätte er gelesen, ihr seid gegen Siegfried Lenz und die Leute so zärtlich war so leiden, so ein bisschen, als hätte er mal gelesen, hat er wohl gelesen, Gottfried Keller, Leute von Seldwyla. Oder Auerbach. Doch. Ja, oder gar Berthold Auerbach, den wird er wohl nicht kennen, was man ihm nicht verübeln kann, ist ja egal. Es wird etwas verklärt, was nicht zu verklären ist. Diese Welt ist rückständig, diese Welt ist abscheulich, im Grunde genommen. Und die Menschen sind mehr oder weniger unglücklich. Und nun kommt etwas, worauf sehr richtig Frau Löffler hingewiesen hat, ist so verloren gegangen. Was macht eigentlich in den Geschichten der Teufel? Bisschen viel Teufel. Ich hab ja nichts, wenn einer einen so intelligenten Teufel macht, dass er gleich die beste Figur des ganzen deutschen Theaters ist. Da, einen solchen Teufel lasse ich mir gefallen. Dieser Teufel dort und dieses Mädchen, das mit dem Teufel da was hat und die in den See springt, was soll das alles? Ich habe da doch ernste Bedenken. Mit anderen Worten, dieser Autor hat ein solches Buch geschrieben. Wir loben es, ich lobe es und sage eins, aber nie wieder. Dass er nicht noch einmal so ein Buch schreibt, das ist ein Erfolg und dass er uns nicht den Erfolg nochmal, denn das nächste Mal werden wir das nicht mehr gelten lassen. Ja, fünf Dorfgeschichten genügen, würde ich auch sagen. Ja.
Ja, also Radek Knapp, wir können weitergehen, gratulieren Radek Knapp zu dem ist. Das heißt, die Wirklichkeit wird so vermittelt, wie wir die Wirklichkeit vermitteln. Es gibt eine europäische Fernsehanstalt und für die wird sozusagen der Opernball veranstaltet. Die haben ihn gekauft, ja. Den Opernball. Und daraus ergibt sich alles. Und der Hauptberichterstatter dieses Opernballs hat ein sehr gebrochenes Verhältnis zu Österreich. Er ist Sohn von Emigranten und Vater eines Kindes, das ausgeflippt ist. Und was das Tolle an dem Buch ist, es ist kein anklagendes politisches Buch, das so den Zeigefinger hebt und da sagt, da sind die Nazis und da ist die böse Polizei, sondern es erklärt Situationen, aus denen das Ganze entsteht. Zum Beispiel habe ich nie so aufregend erlebt, wie diese Baustellen funktionieren in einer Großstadt, wo also billige Gastarbeiter herangekarrt werden zum Hass der Einheimischen und dort ausgepovert werden, dass die oder ich habe nie erlebt, wie Polizisten zumute ist, wie diesen Streifengängern. Ja, das kann er. Aber zum Medienroman noch eins. Ich glaube, die eigentlich finstere Pointe ist doch die, dass diese Fernsehanstalt diese Übertragung nicht nur gekauft hat, sondern dass sie wohl auch ahnt, ja vielleicht sogar die Chefs wissen, dass möglicherweise der Höhepunkt der Übertragung dieser Massenmord sein wird. Also dies ist der schwächste Punkt für mich. Ach, das glaube ich überhaupt nicht. Ich denke, dass das eine Fortschreibung von aktuellen Tendenzen tatsächlich auch in den Medien ist. Ja. Dass die Medien die Wirklichkeit nicht nur inszenieren, sondern dass sie eigentlich auch um der Quote willen es billigend in Kauf nehmen, dass so etwas passieren könnte. Also Frau Löffler, selbst beim Quartett hätte ich glaube ich, kaum den Verdacht, dass jemand der um der Quote willen 8.000 Tote in Kauf nimmt. Also das würde etwas ein bisschen reichlich. Ich denke, dass es die Tendenzen gibt und dass er die fortgeschrieben hat. Ich denke, dass Haslinger das ja viel vorsichtiger gemacht hat. Dieser Direktor dieser Fernsehanstalt, der aus Paris herbeieilt, der ist nicht ganz sicher, ob man politisch das Richtige mit dieser Übertragung macht, mit diesen neuen Ostländern und mit den Gästen. Und da sind ja drei neofaschistische Gruppen vertreten, da ist die Tochter von Mussolini. Übrigens ist sehr interessant, dass er versteht, dokumentarisch richtige Figuren einzubauen. Ich möchte Winzigkeit erwähnen, Hochhuth tritt auf in dem Roman. Aber als Fiktion, als Fiktion. Und Hochhuth ist so gut getroffen, wie ich ihn in der Wirklichkeit nie besser erlebt habe. Naja, also es ist ja eine Geschichte für mich besonders interessant. Es gibt so einen schönen Satz, den lieb ich, der Unmögliches begehrt. Der wird immer Schiller zugeschrieben, aber ist gerade von Goethe aus dem zweiten Faust. Ich habe etwas, oder sagen wir so, es stört mich an der deutschen Literatur gar zu oft, dass Autoren Unmögliches begehren. Oder akzeptieren Sie das alles? Das akzeptiere ich weitgehend, also, weil das skurrile und sehr anarchische und auch archaische Moment auf. Was anders, aber Herr Hieber, bitte, Sie wollten etwas. Ja. Es ist, glaube ich, dieses Buch, wir müssen ja immer die Relationen, glaube ich, kriegen zwischen den einzelnen Büchern. Es ist eine sehr hübsche, sehr gute Talentprobe. Ich würde zunächst mal nicht mehr sagen. Es ist eine Talentprobe. Radek Knapp kann schreiben, hat szenischen Witz beim Erzählen. Es hat wunderhübsche Szenen, etwa mit dem Pfarrer und seinen Ministrantinnen, den kleinen Mädchen. Es sei der einzige Ort, Lüsternheit, die eigentlich bei einem 30-Jährigen etwas befremdet. Sehr angenehm. Im Leben, Frau Löffler. Sehr angenehm. Das so ein bisschen anachronistisch, archaisch ist ganz schön. Ja. Es ist eine Talentprobe und zunächst mal nicht mehr. Warum nicht mehr? Weil diese Geschichten, so hübsch sie im Einzelnen sind, so recht viel mit uns, mit mir, mit meinem Interesse an Literatur, was ich davon haben will, ein bisschen was vom Leben lernen, ein bisschen was mitkriegen, was man noch nicht so kennt. Dieses Leseinteresse, das wird eigentlich von den Geschichten... Dass es Winkel in der Welt gibt, Herr Reich-Ranicki wehrt sich ja immer gegen Eskimos oder so, aber dass es Winkel in der Welt gibt, wo Coca-Cola noch nicht angekommen ist. Und die zu schildern,
die sind, das hat schon, also Alter, Sie können schon was lernen, ja, wenn Sie wollen. Mir gefällt es sehr gut, dass wir mit der Zeit noch nicht so klarkommen in dem Buch. Dass wir sagen, das ist irgendwann zwischen der Erfindung der Eisenbahn und der Jetztzeit. Das macht eine Qualität dieses Buches aus, dass man nie so genau weiß, wo man eigentlich ist. Das sind die Satellitenschüsse, da wird über Gentechnik geredet. Mhm. Und gleichzeitig ist da so ein kleiner heiliger Franziskus, dem die Vögel nachfliegen. Die Zeit bleibt stehen. Und ich glaube, das Schöne daran ist, dass man wirklich mit Recht, ich glaube, es war Gottfried Benn, der gesagt hat, bis zur Goethezeit, vor der Erfindung der Eisenbahn, war alles wirklich gleich erzählbar. Und in diesem kommunistischen Polen, nur wenige Kilometer von Warschau entfernt, die Leute sind ja, ist das noch so? Es gibt die Titelfigur ist ja ein Vagabund, sozusagen aus dem letzten Jahrhundert, der herumzieht, noch so lebt, wie die Vagabunden und leben. Und ein Heiliger, dem die Vögel nachfliegen. Ja. Wenn ich hier einen Einwand äußern darf, gar kein Zweifel, Sie haben Rechte, Hieber, man muss betonen, dass ein Anfänger, ein junger Mann, sein erstes Buch, geschrieben mit Humor, mit Witz, mit Pfiff, mit Fantasie, es ist also, der Mann ist zu loben, gar keine Frage. Was mich an dem Buch stört, ist etwas anderes. Es wird diese dörfliche Welt in Polen, die nicht zeitlich so fixierbar ist, das wollte wohl der Autor so, na schön. Und da würde ich sagen, das greift auf Virginia Woolf und das greift auf James Joyce voraus. Also diese Doppelgesichtigkeit, diese Janusgesichtigkeit ist vielleicht das Interessanteste an dem Hams und auch die Gebrochenheit. Ja. Und diese Doppelgesichtigkeit, die Janusköpfigkeit kann man noch weiterführen. Sie haben jetzt alle den modernen Aspekt dieses Romans, das Vorausweisende und das etwas Zurückgehende zur Romantik oder zu romantischen antizivilisatorischen Geschichten. Mir kam der Roman merkwürdig bekannt vor, diesen Mysterienroman, denn wir haben ihn in der deutschen Literatur auch. Da ist er nur gut 100 Jahre früher erschienen. Und er hieß Die Leiden des jungen Werthers. Wenn Sie sich das mal anschauen, diese Mysteriengeschichte von der Kleidung, ja, Werthers Kleidung war damals große Mode. Ja. Was hat unser Nagel an? Gelbe Weste. Dann diese Geschichte mit Danje, mit der Pfarrerstochter, das ist die Geschichte von Werther und Lotte. Die ist auch verlobt. Natürlich. Ja, die ist auch verlobt. Das ist die Geschichte dieser beiden. Ja. Und das geht bis in die Waldspaziergänge, die beiden machen. Und die Lust an der Natur, die Beschreibung. Das Antizivilisatorische, das Antigesellschaftliche, sagen wir mal, haben Sie beim Werther ganz zentral als Moment. Und das haben Sie hier auch. Sagen wir, das ist der norwegische Werther, bei dem einiges dazugekommen ist. Und zwar vor allem zum Goethe ist dazugekommen Wagner und Nietzsche. Und die sind in dem Buch natürlich sehr deutlich vom Einfluss her, von der Atmosphäre her zu spüren. Aber ich habe das frappierende Parallelen gesehen zwischen diesen beiden Romanen. Bis zum Selbstmord, bis zum Selbstmord. Und Herr Priester hat ihn begleitet. Ich glaube, es ist sehr interessant, was Sie gesagt haben. Ich glaube, es ist richtig. Es bestätigt aber etwas, was auszusprechen schwerfällt. Werther ist der einzige deutsche Roman vor Thomas Mann, der eine europäische Wirkung ausgeübt hat. Keine andere, die haben alle, wir haben fabelhafte Schriftsteller, Jean-Paul und Theodor Fontane und andere. Nichts hat sich Europa nicht gekümmert um die. Leider, bedauerlich, aber so ist es. Werther hat tatsächlich einen enormen Einfluss ausgeübt. Nun weiß ich nicht, weiß jemand zufällig, ob das nachweisbar ist, ob der Hamsun den Werther gelesen hat. Also, vermutlich doch. Es wird immer, also ich kenne die Sekundärliteratur zu Hamsun nicht, bin auch kein Skandinavist, aber es wird so in dem, was man lesen kann über dieses Buch, was man auch in der Biografie lesen kann, in der Hamsun-Biografie von dem Ferguson, wird immer natürlich auf Dostojewski und so weiter verwiesen. Ja. Aber irgendwie eine Goethe... Werther-Geschichte. Also Dostojewski-haft ist natürlich diese zweite Liebe. Genau, mit der älteren. Da ist Dostojewski wie das mit Händen klar. zu greifen. Jetzt haben wir das dritte österreichische Buch, Robert Menasse. Ein ganz besonderer Autor aus Österreich. In der Tat ein ganz besonderer Autor, dieser Robert Menasse. Er hat nämlich 1992 einen Roman veröffentlicht mit dem Titel Selige Zeiten, brüchige Welt. Diesen Roman halte ich mit Verlaub gesagt
für die beste deutsche Prosa in den letzten 15, 20 Jahren und für den interessantesten Roman unserer deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. Nun das neue Buch. Das neue Buch heißt Schubumkehr. Schubumkehr bedeutet, Ausdruck aus der Fliegerei, wenn ein Flugzeug landet, wird die Schubumkehr benutzt, um das Flugzeug abzubremsen. In diesem Buch wird auch einer abgebremst. Den Schubumkehr wird natürlich bildlich gebraucht. Es wird abgebremst, dieser Held mit Namen Roman auf seinem Lebensweg. Am Anfang ist er noch in Brasilien. Dort hat er irgendwie unterrichtet, Dozent oder irgend sowas. Und nun ist er da, wie das bei Intellektuellen und bei deutschsprachigen Intellektuellen ohne dies passieren soll, in einer Sinnkrise. Und in dieser Sinnkrise hält er mal inne und fährt nach Hause. Er fährt nach Hause nach Österreich, aber nicht nach Wien, wo er eigentlich herkommt und geboren wurde, sondern in ein Dorf an der österreichisch-tschechischen Grenze im Jahre 89, also vor Öffnung der Grenze. Dort in diesem Dorf mit Namen Komprechts lebt jetzt seine Mutter mit einem sehr viel jüngeren Liebhaber. Und die Mutter hat sich entschlossen, alternativ zu leben. Es wird alternative Landwirtschaft betrieben mit dem jungen Liebhaber. Es wird Müsli gegessen, Körner stehen auf dem Tisch. So dieses ganze Spektrum, was man so kennt. Da kommt jetzt der intellektuelle Sohn hin und was tut er? Er regrediert. Er wird wieder zum Kind und eine Schlüsselszene dieses Buches findet im sogenannten Elternschlafzimmer im Ehebett statt. Aber da liegt nicht die Mutter mit dem Liebhaber, sondern die Mutter mit dem Sohn. Das ist die eine Ebene des Buchs. Die andere Ebene ist ein Dorfroman. Wir haben es mit den Dörfern heute. Ist ein Kleinstadt- oder Dorfroman, nämlich ein Roman dieses Dorfes Komprechts. Dieser Roman, dieser Teil, diese Ebene des Buchs hat mit der Geschichte von Roman, dem Helden, wenig zu tun. Wir erleben ein Dorf, das in der Krise ist. Die Glasindustrie liegt da nieder, der Steinbruch, das Geschäft geht nicht mehr. Man sucht neue Perspektiven und man will sowas wie sanften Tourismus machen. Und das wird erzählt in vielen einzelnen Szenen. Die Geschichte des Dorfes, seines Bürgermeisters, der König heißt, Namen, lasst die Namen sprechen, er heißt König und ist der King in diesem Dorf. Und die Geschichte dieses Dorfes ist die zweite Ebene. Das Einzige, was die beiden Ebenen verbindet, ist dieser filmende Videokamera-Film, mit der Videokamera filmende Roman, der auch Partikel aus dem... Wir hierher gekommen, wir gedenken respektvoll und mit Bewunderung Brechts. Es nehmen heute teil, wie üblich, Helmut Karasek, Der Spiegel, Hamburg, Sigrid Löffler, Mitarbeiterin der Süddeutschen Zeitung, aus Wien. Und Marcel Reicher-Nitzky von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Unser Gast heute ist Jochen Hieber von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Germanist und Kritiker seines Zeichens arbeitet er im Feuilleton- und Literaturteil der Frankfurter Allgemeinen Zeitung schon etwa 11 Jahre. Er hat gerade vor wenigen Monaten ein wichtiges Buch im S. Fischer Verlag publiziert, Wörterhelden und Landvermesser, ein Buch vor allem über zeitgenössische deutsche Literatur. Heute Abend besprechen wir wie üblich 5 Bücher, davon 3 österreichische. Jedoch, im Augenblick, wo wir hier sitzen, wird der Opernball vom österreichischen Fernsehen gesendet. Der Opernball, ein Ereignis, das man in Österreich für wichtig hält. Also, auch wir wollen heute über den Opernball reden. Opernball ist ein Buch von Josef Haslinger. Und eigentlich würde man auf den ersten Blick denken, es gehört nicht ins Quartett, denn es ist ein Thriller. Es gehört in eine Gattung mit solchen Büchern wie Grishams, Akte und so weiter. Dennoch ist es ein gesellschaftskritischer Roman. Er handelt von einem Attentat, einem furchtbaren Attentat auf dem Opernball. Und dieses Attentat wird in Rückblenden, in Verhören, in Tonbandaufnahmen und in Erinnerungen von Überlebenden geschildert. Und es wird dabei deutlich, dass dieses Attentat sowohl aus einer politischen Atmosphäre in Österreich erwachsen ist, auf einer sehr rechten Atmosphäre und dass es irgendwie mit Billigung der Polizei geschieht, von einer neonazistischen Gruppe. Die Polizeimotive sind unklar, wahrscheinlich
will die Polizei vor allen Dingen mehr Einfluss haben und fühlt sich durch den liberalen Staat stiefmütterlich behandelt. So viel zu diesem Buch. Wie gesagt, es ist ein Thriller, aber ich war bei der Lektüre erstaunt, wie mit den Möglichkeiten, mit den technischen Möglichkeiten dieser Gattung, wie viel man an Psychologie, an Landeskunde und an Politik episch bewältigen kann. Ja, ich würde sagen, der Josef Haslinger hält sich doch sehr... Halt! Wenn einer wirklich begabt und intelligent ist wie dieser und sich Mühe gegeben hat, die Sache gut zu machen, wie dieser Haslinger, dann müssen wir alle kapitulieren und sagen, jawohl, das ist ein gutes Buch. Jetzt zum nächsten. Wir haben das Buch von Radek Knap. Radek Knap ist ein Pole, aber ein deutscher Dichter oder Schriftsteller oder ein österreichischer Schriftsteller. Im Alter von 12 Jahren ist der junge Mann, ein Knabe, noch aus Warschau nach Wien gekommen. Er lebt in Wien, ist jetzt 30 Jahre alt, hat sein erstes Buch veröffentlicht in deutscher Sprache. Ja, ja, das Wichtige ist natürlich, dass der Radek Knap ein Kulturpendler ist, zwischen Polen und Österreich. Er hat die Sprache gewechselt, er schreibt also auf Deutsch diesen ersten Erzählungsband, aber er schreibt über Polen, das Buch handelt von Polen und in Polen. Franjo. Es sind 5 Dorfgeschichten, die scheinbar ganz naiv, scheinbar ganz einfach daherkommen, von einfachen Leuten handeln, in einem Dorf, das merkwürdig zeitentrückt wirkt. Ein ziemlich rückständiges Dorf in der Nähe von Warschau, wo tatsächlich noch mit Pferdekarren gefahren wird, wo ein Schuster noch mit der Hand die Schuhe macht, wo aber gleichzeitig auch schon brasilianische Fernsehserien sehr gerne gesehen werden. Es ist merkwürdig festzustellen, wann spielt das eigentlich, das ist nicht so ganz klar. Es ist fast wie eine Fliege in einem Bernsteintropfen festgehalten. Und gleichzeitig muss man auch sagen, so naiv diese Geschichten sich geben, sie sind es nicht. 4 von diesen 5 Geschichten sind Selbstmördergeschichten. Sie handeln von Selbstmord, von Leuten, die versuchen, Selbstmord zu begehen. Und da ergeben sich dann doch gewisse Reibungen und gewisse Widerhaken, die die Geschichten dann doch interessant machen und nicht so naiv, wie sie zunächst mal aussehen. Habe ich Sie richtig verstanden? Ihnen gefällt das Buch, aber ganz glücklich sind Sie mit dem Buch nicht. Ich habe zuerst meine Bedenken gehabt, habe es dann ein zweites und ein drittes Mal gelesen und dann ist mir doch aufgefallen, dass der Junge schon etwas kann und auch etwas hat. Es ist auch schwer, Frau Löffler, mit Selbstmördern glücklich zu sein, oder? Ganz glücklich zu sein. Ja, eine Selbstmordgeschichte, Franjo, ist ja nur ein scheinbarer Selbstmord, der misslingt oder der nur inszeniert wird und nicht wahrgemacht wird. Ich habe ein bisschen Schwierigkeiten dann doch mit den Aberglaubengeschichten, mit den Teufelsgeschichten. Ja, ja, ja. Da frage ich mich, wo hat der Junge das eigentlich her? Also jeder hat ja seine Klischeevorstellung. Und mir ist ein bisschen Chagall in den Sinn gekommen. Das hat so aus so ganz alltäglichen Dorfgeschichten wachsen, so seltsame Fantasien von Hexen und Teufelsbesessenheiten. Ja, dadurch entsteht breiter Brei. Und sonst eigentlich wenig. Ja, und die Lust, die man an dem Thema hat, das Interesse, das man an dem Thema hat, auch als literarisch bearbeitetes Thema, die schwindet mit jedem Kapitel, mit dem sich das hinzieht und nochmal hinzieht und nochmal was kommt, was einen nicht interessiert. Es ist wirklich... Ja. Es ödet. Ja. Nein, das finde ich eigentlich überhaupt nicht. Sie hat zum Beispiel 2 unglaublich interessante Hauptfiguren. Das sind die beiden Résistants, die alten Résistants dieses Ortes. Der Vorsitzende oder Chef dieses Marquis und sein Stellvertreter. Es stellt sich heraus, zufällig sind sie auch in benachbarten Orten, es stellt sich heraus, dass die eigentlich Todfeinde sind. Die ganze Zeit über hat sich das nicht zeigen dürfen, weil sie ja eine gemeinsame, sehr heroische und fast mythische Geschichte hatten. Es stellt sich heraus in dem Moment, wo der eine das Kreuz der Ehrenlegion bekommen soll und der andere nicht. Ja. Da beginnt jetzt, beginnen die historischen Wunden aufzubrechen. Ich kann daran überhaupt nichts Betuliches finden. Das ist eine reine Hassgeschichte und sie wird als reine und ziemlich harte Hassgeschichte erzählt. Ja, also wo die Betulichkeit sein soll, kann
ich nicht harte sehen. Hassgeschichte. Also darf ich das ja? Mit der Ehrenlegion erklären? Das wäre wirklich ein tauglicher Gegenstand für einen satirischen Roman. Ehrenlegion satirisch gibt es ja schon bei Madame Bovary. Der Apotheker kriegt sie am Schluss, der sie am wenigsten verdient hat. Hier bekommt sie einer, der sie auch am wenigsten verdient hat. Wie wird das nun von der Autorin geschildert? Da erinnert sich der andere, ohne dass da irgendeine Ironie, ich habe doch mehr gemacht und de Gaulle ist mal ins Dorf gekommen und de Gaulle hat mir tief und innig in die Augen geblickt. Und so, dann macht die Autorin einen neuen Schnitt, weil sie die allwissende Erzählerin sagt, jetzt gehen munter Briefe in die Welt. Ja. Der eine geht bis zum nächsten Dorf, der dritte geht gar bis Paris ins Innenministerium. Ja. Also wenn das nicht betulich ist, das ist die Definition für betulich. Also schauen Sie, Freunde, darf ich auf etwas aufmerksam machen? Wir hatten hier 5 Bücher. Eins wollen wir mal gleich aussparen. Den haben Sie, und das ist ja was ganz anderes. André Bock, ein Klassiker, ein Jahrhundertgenie. Die 4 zeitgenössischen Bücher, bei 3 davon, nämlich bei der Müllot, bei dem Knapp und bei dem Menasse, sind wir zu einem ähnlichen Ergebnis gekommen. Nein. Ja, wir wissen noch nicht, zu welchem. Gut, wir sind gespannt. Wir sind zu dem Ergebnis gekommen. Hier ist jeweils der Autor oder die Autorin überfordert gewesen, dem Thema nicht gewachsen. Franjo, bei dem Franjo hat er ja alles etwas verklärt, heiter, niedlich, betulich. Hier haben Sie gesagt, Niedham, das Buch von Radek Knapp. Radek Knapp ist ein Pole, aber ein deutscher Dichter oder Schriftsteller oder ein österreichischer Schriftsteller. Im Alter von 12 Jahren ist der junge Mann, ein Knabe, noch aus Warschau nach Wien gekommen. Er lebt in Wien, ist jetzt 30 Jahre alt, hat sein erstes Buch veröffentlicht in deutscher Sprache. Ja, das Wichtige ist natürlich, dass der Radek Knapp ein Kulturpendler ist zwischen Polen und Österreich. Er hat die Sprache gewechselt, er schreibt also auf Deutsch diesen ersten Erzählungsband, aber er schreibt über Polen. Das Buch handelt von Polen und in Polen. Franjo. Es sind 5 Dorfgeschichten, die scheinbar ganz naiv, scheinbar ganz einfach daherkommen, von einfachen Leuten handeln. In einem Dorf, das merkwürdig zeitentrückt wirkt. Ein ziemlich rückständiges Dorf in der Nähe von Warschau, wo tatsächlich noch mit Pferdekarren gefahren wird, wo ein Schuster noch mit der Hand die Schuhe macht, wo aber gleichzeitig auch schon brasilianische Fernsehserien sehr gerne gesehen werden. Es ist merkwürdig festzustellen, wann spielt das eigentlich? Das ist nicht so ganz klar. Es ist fast wie eine Fliege in einem Bernsteintropfen festgehalten. Und gleichzeitig muss man auch sagen, so naiv diese Geschichten sich geben, sie sind es nicht. 4 von diesen 5 Geschichten sind Selbstmördergeschichten. Sie handeln von Selbstmord, von Leuten, die versuchen, Selbstmord zu begehen. Und da ergeben sich dann doch gewisse Reibungen und gewisse Widerhaken, die die Geschichten dann doch interessant machen und nicht so naiv, wie sie zunächst mal aussehen. Habe ich Sie richtig verstanden? Ihnen gefällt das Buch, aber ganz glücklich sind Sie mit dem Buch nicht. Ich habe zuerst meine Bedenken gehabt, habe es dann ein zweites und ein drittes Mal gelesen und dann ist mir doch aufgefallen, dass der Junge schon etwas kann und auch etwas hat. Es ist auch schwer, Frau Löffler, mit Selbstmördern glücklich zu sein, oder? Ganz glücklich zu sein. Ja, eine Selbstmordgeschichte, Franjo, ist ja nur ein scheinbarer Selbstmord, der misslingt oder der nur inszeniert wird und nicht wahrgemacht wird. Ich habe ein bisschen Schwierigkeiten dann doch mit den Aberglaubengeschichten, mit den Teufelsgeschichten. Da frage ich mich, wo hat der Junge das eigentlich her? Also jeder hat ja seine Klischeevorstellung. Und mir ist ein bisschen Chagall in den Sinn gekommen. Das hat so aus so ganz alltäglichen Dorfgeschichten wachsen so seltsame Fantasien von Hexen und Teufelsbesessenheiten. Ja, das habe ich heraus. Mit der Epochenverschleppung gemeint. Und der Chagall ein bisschen weit hergeholt. Also ein paar Kilometer. Mit der Eisenbahn ein paar Kilometer. Ich habe da einen anderen Vorschlag. Aber ich weiß nicht, ob das Werk der Literatur, das ich euch vorschlagen werde, euch noch meinte ist. Dieser Roman, der neue Schubumkehr,
wie gesagt, er versucht zu viel auf zu viel Ebenen und wird dadurch manchmal einfach deklamatorisch. Es wird einfach verkündet, diese Gemeinderatssitzung, jetzt machen wir das so, aber es wird nicht eigentlich geschildert, es wird gesagt. Während in diesem Roman Selige Zeitenbrüchige Welt hat er das alles wunderbar entwickelt. Gemeinderatssitzungen haben im Unterschied zu Psychoentwicklungen von Helden etwas Deklamatorisches. Und es ist natürlich eine Verkürzung, wenn er sagt, was SPÖ und die ÖVP und die Grünen dafür verschiedene. Es ist ein satirisch verschärfter Freund, Roman. Seien Sie mal vorsichtig, denn unser Freund Hieber ist nicht nur Germanist und Kritiker, er ist auch Ortsvorsteher. Ja, er kann kennt er diese Realität. Das ist ja okay. Das ist ja okay. Dafür stamme ich aus Tschechien und weiß wiederum die Gegend besser. So, das müssen wir uns nicht vorrechnen. Ich habe den dunklen Eindruck, wir haben über den Roman das Nötige schon gesagt. Aber ist das noch ist, was Wichtiges, ja, Herr Hieber? Menasse ist ein Autor, auf den man große Hoffnungen setzen kann. Es gibt Kritiker, die behaupten, man darf auf Autoren keine Hoffnung setzen, weil das nächste Buch ist immer das Schwerste. Aber Menasse ist der Autor unter den deutschsprachigen Gegenwartsschriftstellern der mittleren Generation, er ist jetzt so etwa 40, auf den ich mit die größten Hoffnungen für die Zukunft setze. Ja, das heißt, die Hoffnung auf ihn als Publizist. Ja. In drei Worten gesagt, neues Buch, etwas schwach und fragwürdig, aber Autor gut, hoffnungsvoll warten wir auf das nächste. Einverstanden. Gut, alles klar. Jetzt kommen wir zum vierten Buch des heutigen Tages. Es ist ein Roman von Knut Hamsun. Zunächst, Knut Hamsun war zur Zeit des Dritten Reichs in Norwegen ein widerwärtiger Nazi. Ein alter Mann schon, längst ein alter Mann. Die Norweger waren entsetzt und beleidigt, hielten ihn für einen Landesverräter, Nationalverräter und haben, einmalig in der Geschichte der Weltliteratur, Tausende seiner Bücher in sein Haus getragen und ihm über den Zaun zurückgeworfen. Eine Nation gibt ihrem größten Schriftsteller ihre Werke zurück. Sie wollen nichts mehr mit ihm zu tun haben. Wir haben sie gesagt, haben die Bücher zurückgegeben. Schluss. So war es widerlich. Dies aber ändert nichts, nicht ein Pfennig, nicht ein Zentimeter an der Qualität, falls vorhanden, der Bücher des Werks von Knut Hamsun. Genauso wie Gerhard Hauptmann, der die Hand zum Hitlergruß im Dritten Reich erhoben hat. Ich habe es gesehen, ich war dabei, ich bin Zeugin dieser Angelegenheit. Er hat die Hand zum Hitlergruß erhoben, aber die Weber und die Ratten, Rose Bernd und Fuhrmann Henschel, sind geblieben, was sie vorher waren, wichtige Theaterstücke. Hamsun, nun der Autor Hamsun. Ich rede hier über heuren Intensität. Er macht das fabelhaft. Übrigens, apropos, Augsburg, hier sind wir. Neuromantik, antizivilisatorische Akzente. Bei Bertolt Brecht im Baal vielleicht auch ein wenig vorhanden. Nachher hat sich geändert. Brecht, antizivilisatorisch, ist kein Nazi geworden. Man musste aber nicht. Aber sein Kollege Bronnen ist es geworden. Ja, das und Hans Joost auch. Ja. Aber gut, aber das ist was ganz anderes. Ja. Ich will damit nur sagen, dass Hamsun so geworden ist. Wir wurden dann während des Krieges, während des Dritten Reichs, wir können heute diese Akzente in früheren Büchern finden. Dennoch, in Victoria, in Pan, August Weltumsegler, ist im Grunde genommen eine andere Welt. Sind die Akzente da? Man kann auch sagen, Segen der Erde, dieser einzige herrliche, einer der wenigen herrlichen Bauernromane der Weltliteratur. Wenn man unbedingt will, Verherrlichung von Blut und Boden. Aber es wäre Quatsch, es ist keine Verherrlichung von Blut und Boden. Vielleicht das Interessante am Hamsun ist seine Doppelgesichtigkeit. Das eine Gesicht deutet ganz klar zurück ins 19. Jahrhundert. Dostojewski haben Sie schon angesprochen. Ja. Das Buch ist ja, hat ja auch sehr viel von dieser Neurasthenie des Ferdinand Jekyll. Gleichzeitig aber auch formal weist es voraus. Es weist voraus auf James Joyce ganz eindeutig. Ja, denn, Bewusstsein, Monologe. Nein, ich glaube, das eigentliche Thema des Buches ist das Bewusstsein. Das ist ein Roman, der von einem Bewusstsein handelt. Ja. Er beschreibt ein Bewusstsein. Er beschreibt nicht einen Helden, sondern ein Bewusstsein. Und da würde ich sagen, geht er, das greift auf Virginia Woolf und das greift auf James Joyce voraus. Also diese Doppelgesichtigkeit, diese Janusgesichtigkeit ist vielleicht das Interessanteste an dem Hamsun, auch die Gebrochenheit. Ja.
Und diese Doppelgesichtigkeit, die Janusköpfigkeit, kann man noch weiterführen. Sie haben jetzt alle den modernen Aspekt dieses Romans, das Vorausweisende und das etwas Zurückgehende zur Romantik oder zu romantischen, antizivilisatorischen Geschichten. Mir kam der Roman merkwürdig bekannt vor, diesen Mysterienroman, denn wir haben ihn in der deutschen Literatur auch. Oh. Da ist er nur gut 100 Jahre früher erschienen. Und er hieß Die Leiden des jungen Werthers. Wenn Sie sich das mal anschauen, diese Mysteriengeschichte von der Kleidung, ja, Werthers Kleidung war damals große Mode. Ja. Was hat unser Nagel an? Gelbe Weste. Gelbe Weste, ja. Dann diese Geschichte mit Danje, mit der Pfarrerstochter, das ist die Geschichte von Werther und Lotte. Die ist auch verlobt. Natürlich. Ja, die ist auch verlobt. Das ist die Geschichte dieser beiden. Ja. Und das geht bis in die Waldspaziergänge, die die beiden machen. Und die Lust an der Natur, die Beschreibung. Das Antizivilisatorische, das Antigesellschaftliche, sagen wir mal, haben sie beim Werther ganz zentral. Wir loben's, ich lobe es und sage eins, aber nie wieder, dass er nicht noch einmal so ein Buch schreibt. Das ist ein Erfolg und dass er uns nicht den Erfolg noch mal, denn das nächste Mal werden wir das nicht mehr gelten lassen. Ja, fünf Dorfgeschichten genügen, würde ich auch sagen. Ja. Ja. Ja, also Radek Knapp, wir können weitergehen, gratulieren Radek Knapp zu diesem schönen Erfolgsbuch. Da haben auch die Polen was zur deutschen Literatur direkt beigetragen. Passiert ja nicht so oft, aber immerhin. Jetzt haben wir das dritte österreichische Buch, Robert Menasse, ein ganz besonderer Autor aus Österreich. In der Tat, ein ganz besonderer Autor, dieser Robert Menasse. Er hat nämlich 1992 einen Roman veröffentlicht mit dem Titel Selige Zeiten, brüchige Welt. Diesen Roman halte ich mit Verlaub gesagt für die beste deutsche Prosa in den letzten 15, 20 Jahren und für den interessantesten Roman unserer deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. Nun das neue Buch. Das neue Buch heißt Schubumkehr. Schubumkehr bedeutet, Ausdruck aus der Fliegerei, wenn ein Flugzeug landet, wird die Schubumkehr benutzt, um das Flugzeug abzubremsen. In diesem Buch wird auch einer abgebremst. Den Schubumkehr wird natürlich bildlich gebraucht. Es wird abgebremst, dieser Held mit Namen Roman auf seinem Lebensweg. Am Anfang ist er noch in Brasilien. Dort hat er irgendwie unterrichtet, Dozent oder irgend sowas. Und nun ist er da, wie das bei Intellektuellen und bei deutschsprachigen Intellektuellen ohne dies passieren soll, in einer Sinnkrise. Und in dieser Sinnkrise hält er mal inne und fährt nach Hause. Er fährt nach Hause nach Österreich, aber nicht nach Wien, wo er eigentlich herkommt und geboren wurde, sondern in ein Dorf an der österreichisch-tschechischen Grenze im Jahre 89, also vor Öffnung der Grenze. Dort in diesem Dorf mit Namen Komprechts lebt jetzt seine Mutter mit einem sehr viel jüngeren Liebhaber. Und die Mutter hat sich entschlossen, alternativ zu leben. Es wird alternative Landwirtschaft betrieben mit dem jungen Liebhaber. Es wird Müsli gegessen, Körner stehen auf dem Tisch. So dieses ganze Spektrum, was man so kennt. Da kommt jetzt der intellektuelle Sohn hin und was tut er? Er regrediert. Er wird wieder zum Kind und eine Schlüsselszene dieses Buches findet im sogenannten Elternschlafzimmer im Ehebett statt. Aber da liegt nicht die Mutter mit dem Liebhaber, sondern die Mutter mit dem Sohn. Das ist die eine Ebene des Buchs. Die andere Ebene ist ein Dorfroman. Wir haben es mit den Dörfern heute. Ist ein Kleinstadt- oder Dorfroman, nämlich ein Roman dieses Dorfes Komprechts. Dieser Roman, dieser Teil, diese Ebene des Buchs hat mit der Geschichte von Roman, dem Helden, wenig zu tun. Wir erleben ein Dorf, das in der Krise ist. Die Glasindustrie liegt da nieder, der Steinbruch, das Geschäft geht nicht mehr. Man sucht neue Perspektiven.